Vor 3 Jahren sind wir alle gezwungen gewesen, zu Infektionsexperten zu mutieren, denn man sagte uns, ein böses Virus namens Corona bricht über uns herein. Und wir alle wissen, wie das die Welt in Atem hielt. 3 Jahre später fragt man sich, wann wird dieser ganze Corona-Komplex mit allen Implikationen, die damit verbunden waren, endlich bis ins letzte Detail aufgeklärt? Und unter anderem, wir wollen heute diesen Versuch unternehmen, ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu vielen dieser Fragen zu bringen. Und dafür freue ich mich besonders, dass wir sehr interessante Gäste gefunden haben für dieses Gespräch. Ich begrüße Dr. Andreas Poser, Mediziner, dann den Datenanalyst und Statistiker Marcel Bartz. Unseren Zuschauern dürfte er unter dem Begriff der Erbsenzähler bekannt sein. Und ich freue mich auch über Dr. Dominik Görlitz, der in diesem Gespräch heute auch mit dabei sein wird. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los. Ja, also meine Herren, schön, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben. Ich freue mich auf ein sehr interessantes Gespräch und ich übergebe gleich mal das Wort an Dominik. Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Ich bin seit etlichen Monaten, seitdem wir hier über unser CleanSlate-Produkt mit Thomas Höhn diesen Beitrag gemacht haben, habe ich so viele Zuschauer-Mails bekommen, aber auch aus meinem persönlichen Umfeld, Freunde aus dem Verein, Bekannte, die gesagt haben, Mann, Dominik, alle reden immer über RNA-Impfung, Immunsystem. Wir verstehen das nicht. Was bedeutet das? Und aus diesem Grund habe ich mir vorgenommen, heute da ein kleines bisschen Aufklärung zu betreiben, dass wir also wirklich auf eurem Schulniveau mal aufgreifen, was ist überhaupt eine RNA? Wie funktioniert das in den Zellen? Was passiert da überhaupt? Und deswegen habe ich mich mit Absprache mit der Redaktion natürlich vorbereitet, um einfach mal so ganz einfache schulbiologische Sachen zu machen. Und danach blähen wir diesen Kontext auf, nachdem wir das erklärt haben, wo dann Marcel und auch Andreas dann vielleicht noch mal als Arzt und als Statistiker was zu dem großen Komplex Pandemie und Covid-Erkrankung noch dazu beisteuern. Und ich fange einfach mal an. Ich habe mal mitgebracht, ich habe ja in Jena Biologie studiert. Ja, einer unserer Lehrmeister war der große Joachim Ude, der also uns vor vielen Jahren in die Geheimnisse der Zelle eingeführt haben. Und das ist eigentlich, was ich den Anfragenden versprochen habe, dass ich euch heute mal an ein paar wirklich schönen Grafiken zeige, was da passiert. Also wir haben erstmal die Zelle, daran gibt es ja den Zellkern. Einfach das mal zu wiederholen. Wir Menschen gehören, wie auch die Pflanzen und die Tiere, zu den sogenannten Eukaryoten. Das heißt, wir haben einen Zellkern mit einer echten Zellwand. Und drin ist der Erbfaden, genannt DNA, der als Doppelfaden im Erbmolekül vorliegt. Ein Faden stammt von der Mutter, einer vom Vater. Das ist ja, wie gesagt, was uns ausmacht. Und jetzt muss ich einfach, bevor ich das erklären kann, ganz kurz, ihr alle geht in Deckung. Wer sich nicht für Biologie interessiert, hält mal 2 Minuten die Ohren zu. Aber wir müssen erst über die Protein-Biosynthese kommen, um zu begreifen, was eine mRNA ist. Kann sich ändern. Und das ist halt, was im Zellkern stattfindet. Man sagt dazu so ein 2-stufiger Prozess. Der Doppelstrang, genannt Desoxyribonukleinsäure, wird aufgespalten und dann lagert sich im Zellkern eine sogenannte RNA an, die ist ja blau gekennzeichnet. Man sieht das hier sehr schön. Ja, und diese RNA kopiert ein bestimmtes Gen aus dem Erbmolekül ab. Das wird also als Transkription, als Umschreiben bezeichnet. Dann wandert dieses Fädchen, das ist dann unsere mRNA, die den Zellkern verlässt. Dann lagern sich dort außerhalb im Zellplasma sozusagen dann die kleinen Proteinfabriken der Zelle an. Das sind die sogenannten Ribosomen. Und dann wird dieses Erbmolekül, was auf mRNA umkopiert wurde, abgelesen. Und das kleine Wörtchen M oder der kleine Buchstabe M, der steht halt für Messenger, für Botschafter. Da wird also die Botschaft aus dem Zellkern umkopiert. Und im Zellplasma werden dann diese Proteinbausteinchen, die Ribosomen, die lagern sich dann an diese kurze mRNA an. Und man sieht das hier sehr schön in der Grafik. Am Ende wird dieser Faden abgelesen. Und das, was hier so grün ist, das sind dann die Genprodukte, aus denen wir bestehen. Ich sag mal, Marcel, seine schöne helle Haut. Da ist also wenig Melatonin produziert. Bei mir meine Haare, meine Augenfarbe. Und eben auch die berühmt-berüchtigten Spikes, was ja eigentlich das Thema der heutigen Sendung ist. Wie funktioniert diese mRNA-Impfung? Auch das wird durch solche kurzkettigen mRNAs kodiert. Ich möchte mal auf die Grafik zurückgehen, was natürlich dann auch auf das eigentliche Thema überleitet.
Den meisten ist nicht bewusst, wie das in der Zelle stattfindet. Innerhalb von nur einer Sekunde wird so eine kurzkettige mRNA bis zu 4000 Mal abgelesen. Das sind natürlich Dinge, das sind Hochleistungsfabriken in unseren Zellen. Und das gibt ja schon so einen Titter in Richtung Impfwirksamkeit und auch Impffolgen, was wir auch kurz anschneiden werden, das Thema. Das ist eigentlich einem Nichtbiologen nicht klar, dass so ein mRNA-Faden in der Regel nach ein paar Sekunden wieder zerfällt. Und das wird Thema unserer heutigen Sendung sein, dass ich da noch mal ein bisschen medizinisch drauf eingehe, dass also bei dieser Impfung dieser Faden offiziell bis zu 7 Tage lebensfähig gemacht wird, wo ein normales mRNA-Molekül innerhalb von Minuten wieder zerfällt. Und hier wird so ein Faden künstlich durch bestimmte Methoden ja 7 Tage lang am Leben gehalten. Und das muss natürlich eben dann in die Diskussion kommen, was passiert da mit mir in meinem Körper, wenn ich dann so an so eine Infektion mehrfach erhalten habe. Nur noch mal eine Verständnisfrage. Kann man sich das quasi so vorstellen? Die DNA, die ist unveränderbar, quasi richtig, wie der Bauplan. Der geht dann durch die Zelle durch und dort wird über auf quasi die Messenger-RNA wie ein Abdruck gestaltet. Richtig. Und dieser Abdruck dient dann wiederum als Form für die Herstellung von was Protein. Genau? Von Protein. In erster Linie von Protein. Und damit die Grundmatrize, den Zellkern, wo den muss man sich vorstellen wie Alcatraz. Also die Zelle tut alles, um ihr Erbmolekül zu schützen gegenüber Zellgiften, Nikotin, radioaktiver Strahlung. Deswegen werden immer nur ganz kleine Bereiche der DNA geöffnet, damit sich die mRNA anlagern kann. Und deswegen verlässt die Kopie das Zentrum der Zelle und nicht das Original. Mhm. Und das ist halt so als Grundmethode, wenn ich das nicht weiß, verstehe ich Bahnhof. Genau. Und die Kopie wird sofort gelöscht, wenn sozusagen wenn sie ihren Zweck erfüllt hat. Beste Beispiel kann man kurz erklären. Alle kennen Insulin. Das ist also ein Hormon, was also den Blutzucker im Blutspiegel reduziert. Diese Dinge müssen ja schnell ein- und ausgeschalten werden. Und deswegen bricht so eine Proteinbiosynthese in der Regel, je nachdem, was genau gestört wird, nach Minuten ab. Und das ist einfach, was man verstehen muss, wenn es darum geht, dass man geimpft wird mit dem Stoff, der über mehrere Tage lang produziert werden soll. Mhm. Was sagt der Mediziner dazu? Ja. Soweit richtig? Also die Grundlagen sind völlig korrekt. So ist das, wie wir es halt auch im Medizinstudium lernen, wie es die Biologen lernen. Das ist auch so der gegenwärtige Stand der Kenntnis, nenne ich es mal so. Ja. Okay. Und wenn wir den Stand der Kenntnis nochmal aufgreifen, ich habe jetzt hier, so stellen sich Virologen einen sogenannten SARS-CoV-2-Virus vor, ob er denn genauso aussieht. Ich denke, das ist im Abschließen noch gar nicht so erforscht. Aber es geht ja erstmal nur um Basiswissen. Also so ein Virus ist wirklich viel, viel einfacher. Das sieht man, wenn man sich an die erste Zelle nochmal erinnert. Da ist fast gar nichts drin. Das hat eigentlich auch keine Zellorganellen. Das hat also eine Hülle. Auf der Hülle sitzen Proteine, genannt Spikes, die nicht nur die Zelle markieren, wir werden das gleich sehen, sondern auch da oben sind Enzyme drauf, die die Zelle dann aufschneiden, dass der Virus dann sein mRNA-Faden oder sein RNA-Faden hier reinlassen kann. Und diese Dinge habe ich mal hier ein bisschen schematischer aufgebläht. Ja, frag jederzeit dazwischen. RNA, also mRNA ist klar, das ist diese kurze Kopie. DNA ist auch klar, in dem Virus. Richtig. Wir haben mehrere Zelltypen von Viren. Der Coronavirus, ich gehe nochmal zurück, gehört zu den sogenannten Retroviren. Das sind Viren, die RNA als Erbfaden besitzen. Es gibt sogenannte Viren, die keine RNA haben, sondern wie wir auch DNA. Gibt es wenige. Aber uns interessiert ja vor allem der SARS-CoV-2-Virus. Auch die Grippeviren gehören zu den sogenannten Retroviren. Was ist jetzt der wesentliche Unterschied zwischen DNA und RNA? DNA ist immer doppelsträngig. Okay. Und RNA ist einsträngig. Okay. Mhm. Und wir wollen es auch gar nicht verkomplizieren. Dieser Virus, genannt SARS-CoV-2, ist also einer dieser sogenannten Retroviren. Übrigens auch der Grippevirus ist dem SARS-CoV-2-Virus sehr ähnlich. Auch das ist ein Retrovirus. Und das fällt. Ich will es nur ganz kurz erklären, um dann das Wirkprinzip, das gewünschte Wirkprinzip der Impfung zu erklären. Diese Viren, wenn sie uns einmal erobert haben, meistens über die Schleimhäute, es gibt ganz viele Möglichkeiten, ja,
auch das ist, da könnte man eine Medizinvorlesung draus machen. Das kann über den Mund, das kann über die Haut, das kann über die Geschlechtsorgane und viele, viele Überwunden in der Haut passieren. Hat so ein Virus prinzipiell unseren Körper erobert, versuchen sich diese Viren, ja, ihre Wirtszelle zu suchen. Manche Viren gehen überall hin. Die meisten Viren sind spezifisch, suchen sich Leberzellen oder ja, Lungenzellen aus. Aber es geht ja um das allgemeine Prinzip. Kommen die Viren mit uns in Kontakt und sind in der Lage, unsere ja, Barrieren zu überwinden, durch eine Tröpfcheninfektion zum Beispiel, wie bei dieser SARS-CoV-2-Geschichte, dann docken die im Grunde genommen mit ihren Spikes an den an der Zellmembran an. Und die Spikes sind ja dafür da, nicht nur die Zelle an der Zelle anzudocken, sondern sie schneiden sie mit Enzymen auf und dann bringen sie ihren Erbfaden, ihr Erbmolekül, in dem Fall die RNA, an die entsprechende Zelle und sind in der Lage, den in den Zellkern einzuführen. Und das ist eben wirklich das Fatale an der Virusinfektion, dass eine Virusinfektion damit abläuft, dass das Erbmolekül in unseren Zellkern eingebaut wird. Dort wird dann im Grunde genommen die Zelle umprogrammiert. Und die Zelle, egal ob Nierenzelle, Lungenzelle, Herzmuskelzelle, spielt keine Rolle, produziert dann ausschließlich nach Bauvorleitung des Virus, also vireneigene Fettzellen, vireneigene Proteine, vireneigene RNA-Moleküle, also Erbfäden für die Zelle, für den Virus. Im Zellplasma der Zelle wird im Grunde genommen daraus dann, werden aus einem Virus, der uns befallen hat, Millionen und Abermillionen kleine Virenzellen neu gebaut, bis die Zelle erschöpft ist. In der Regel endet das mit dem Absterben der Wirtszelle, endet das damit und dann platzt die Zelle auf. Und wir werden also von Abermillionen von Viren überschwemmt, die also dann ihr furchtbares Infektionsgeschehen weiter fortsetzen. Und das ist halt die Schwierigkeit auch für unser Immunsystem, da entsprechend frühzeitig einzutreten. Der Virus nutzt quasi die Zelle, um sich als Fabrik, genau, um sich zu vermehren. Halt, das Problem ist ja nur, dass die Zelle dann halt zugrunde geht. Ja. Und ich will noch mal kurz reinhaken. Du hattest vorhin eine Abbildung mit dieser mRNA und du hattest gesagt, die lebt halt im menschlichen Körper nur wenige Sekunden. Es gibt wenige mRNAs, die langlebig sind. Und da will ich halt bloß mal darauf hinweisen, das ist halt ein wichtiger Punkt. Ja. Wie lange lebt diese menschliche mRNA? Dass man das mal im Hinterkopf behält, in Bezug zu dem, was dann die letzten 3 Jahre dann so auf den Markt kam, um es mal so zu nennen. Ja. Hier kretsche ich dir jetzt rein. Ja. Bitte bring das Argument nochmal, weil das ist so wichtig zu verstehen. Also die Zeitspanne. Was sind natürliche Vorgänge und was sind künstlich induzierte Vorgänge? Und das ist, kann ich jetzt gleich das nächste Bild aufzeigen. Die Grundidee für diese sogenannte RNA-Therapie oder RNA-Impfung war nun, dass ich diesen Prozess des Umbaus der Zelle im Inneren abfange, indem ich den Bauplan solcher Spikes auf eine mRNA kopiere, das Ganze mit einem Nanofetttröpfchen umhülle. Dieser Nanofetttropfen, ja, wir reden ja von positiven, also kationischen Lipiden, die sind in der Lage, die Zellmembran zu erobern. Und so ist die Intention, dort platzt das Zelltröpfchen früher oder später auf, gibt seine kurzkettigen mRNAs die Bauanleitung für die Spikes frei. Das wird dann also nach Bauanleitung pro Sekunde 4000 Mal abgelesen. Sollte eigentlich nur, da wirst du vielleicht noch was dazu sagen, geplant war, dass dieser mRNA-Faden maximal 5 bis 6 Tage lebensfähig bleibt. Dann sollte er von außen degenerieren. Die Enden wurden deswegen ja auch mit Graphen und anderen ziemlich fragwürdigen Substanzen fixiert, dass eben der Erbfaden sich nicht nach ein paar Minuten auflöst. Aber zurück zur Impfung. Diese Spikes, die dann nach Virusvorlage im Zellplasma produziert werden, wandern dann durch ihre Affinität nach außen an die Zellmembran, werden dort von der Zellmembran repräsentiert, wie das die Zelle permanent macht, auch mit anderen menscheneigenen Proteinen. Und dann soll der Vorgang der Immunabwehr quasi ohne eine Virusinfektion, ohne Zerstörung der Wirtszelle von selber aus diese Antigene, sprich diese Rezeptoren vom Virus zeigen. Ich springe nochmal zurück. Man wollte damit also verhindern, dass eine Wirtszelle erst befallen werden muss und durch eine Infektion quasi zerstört wird, was du ja sehr schön nochmal erwähnt hast, dass die Wirtszelle quasi bei der Virusinfektion geopfert wird. Und das sollte dann im Körper, vor allem an der Einstichstelle,
dann eben diese Gegenwehr erzeugen, um also dann, wenn ein Virus uns nachträglich befällt, dass der Körper dann eben die entsprechenden Antigene, sprich die Antikörper hat, um also dann einen solchen Virus relativ frühzeitig, wenn wir also in der Straßenbahn angehustet werden oder in der Schule oder im täglichen Leben, dass dann die Antikörper schon da sind, bevor der Virus eigentlich meinen Körper erobert. So zumindest ist die Idee einer mRNA-Impfung. Also eine gute Idee eigentlich. In der Theorie. In der Theorie. Ich hätte da jetzt so viele Fragen, weil es gibt ja selbst, das Internet ist ja voll mit Menschen, die das jetzt komplett hinterfragen, sagen, es gibt doch gar keine Viren, die Postulate werden ja gar nicht erfüllt, es gibt keine Virusisolate und so weiter. Und ich stelle diese Frage wirklich nur stellvertretend für all diejenigen, die sich da unsicher sind. Was entgegnest du denen? Was entgegne ich denen? Zum einen, ich habe was vorbereitet zum Entgegnen, aber ich bin selber ja studierter Biologe. Ich habe das Glück gehabt, in Jena sogar am Elektronenmikroskop meine Examensarbeit zu machen. Wir haben keine Viren untersucht, andere Dinge. Aber ich kann vielleicht mein bestes Beispiel, dass es Viren irgendwie geben muss, ist, dass wir hatten in der Schule einen Masernfall, da war ich 15 Jahre alt. Und ich, Düssel, war nicht bei der Masernimpfung, keiner hatte das mitbekommen. Und mich hat es wirklich mit 15 Jahren fast gekillt. Also ich war so kurz davor, mit 15 Jahren an einer Maserninfektion zu sterben. Normalerweise kriegt man das ja im frühkindlichen Alter. Ja. Und für einen Erwachsenen, ich war noch nicht erwachsen, Gott sei Dank vielleicht, aber ich war so 15 Jahre alt. Also mein Arzt sagt, mein Hausarzt lebt heute noch, mit dem bin ich sehr eng befreundet. Das ist natürlich schon lange Rentner. Du wärst da fast gestorben, mein Guter. Und deswegen muss ich sagen, also auch das Thema Impfen ist ja sowieso schon seit 200 Jahren kontrovers. Ja, das Wort Vakzin kommt ja von Wacker, von Kuh, wo einer vor 200 Jahren gelernt hat, Kuhalter abzunehmen und jemanden reinzugeben. Damals war das ethisch, moralisch völlig okay. Aber er hat es zumindest nachweisen können, dass da in dem Eiter was drin ist, um also den Infizierten zu heilen. Man streitet sich seit, du kennst das ja auch aus dem Studium, seit 200 Jahren. Ist das sinnvoll? Ist das richtig? Ist das gut? Okay. Ist das falsch? Und ich muss da auch entgegnen zu dieser Theorie, ob es Viren wirklich gibt. Und ich habe im klinischen Alltag Patienten, denen geht es nicht gut. Und dann nehmen wir halt Hirnwasser ab. Durch eine relativ lange Nadel wird halt in den Spinalkanal, in den Rücken punktiert. Und dann nehmen wir halt Hirnwasser ab. Das Wasser, was das Hirn umfließt, fließt halt nicht nur hier, sondern die komplette Wirbelsäule nach unten, bis halt dann in den Steißbereich, nenne ich jetzt mal. Und dieses Hirnwasser können wir abpunktieren. Und da können wir halt Substanzen nachweisen, die wir jetzt Viren bezeichnen. Also dem Menschen geht es nicht gut. Der ist auch, wenn er eine Entzündung vom Gehirn hat oder von den Hirnhäuten, vital, lebensbedrohlich betroffen. Und er hat eine Klinik, er hat Substanzen, die wir als Viren bezeichnen, die wir auch nachweisen können. Molekularbiologisch können wir das sehr gut machen mit Virus-PCR. Und dann behandeln wir den Menschen auch mit Virustatika, Acyclovir zum Beispiel bei einer Herpes-Enzephalitis. Also wir haben quasi eine Klinik, nachgewiesene Substanzen, die wir als Viren bezeichnen, auch wenn das einige halt nicht so sehen. Und wir behandeln halt mit Medikamenten gegen Viren und der Patient läuft halt wieder aus der Klinik raus, wenn wir schnell genug sind. Ja. Also das ist also dann Für den Praxismediziner und den promovierten Biologen kein Zweifel an der Theorie. Da komme ich jetzt noch zu meiner anderen Frage, weil du hast gerade schon diese Immunisierung, die man vor 200 Jahren mit irgendwelchen Pockenviren gemacht hat. Das ist ja aber eine Immunisierung nach dem, was wir bisher immer als Impfung bezeichnet haben. Jetzt kommt man und sagt, diese mRNA-Technologie ist ja keine Impfung im klassischen Sinne, sondern eine Gentherapie. Könntest du da vielleicht nochmal den Unterschied deutlich machen? Da würde ich gerne auf die andere Zeichnung zurückgehen, weil man sieht das ja schön. Also klassische Virenimpfungen wurden bisher durchgeführt, du kannst das ja gerne gleich bestätigen, mit entweder entkernten Viren, wo man den Viren vorher biologisch, also BioNTech-mäßig, die DNA, also ihr Erbmolekül rausholt, wo man nur die Virenhüllen impft, oder zerbrochene, künstlich geschädigte Viren, wo also nur Bruchstücke der Hülle, Bruchstücke der Spikes gegeben werden. Zum Beispiel der Impfstoff, den die Russen gegeben haben, ich habe jetzt den Namen Sputnik 5, wo man eben mRNAs gegeben hat, aber eben auch Teile der Hülle mitgegeben hat, um dem Immunsystem für die mögliche Abwehr so viel Information wie möglich zu geben. Und das muss man einfach sagen, die klassischen Impfungen hatten mehrere Vorteile. Erstmal hat man einen fast vollständigen Virenkörper angeboten, wo also ein Virus ist ja nicht nur ein Gen,
ein Virus hat etwa 10.000 Gene. Und so hat man auf den Oberflächen natürlich viele Merkmale, wo die T-Helferzellen, die also dann die Antikörper bauen, viele Möglichkeiten haben, sich auf den künftigen im Aggressor einzustellen. Deswegen sind solche Vireninfektionen, ja, auch, oder diese klassischen Impfungen, Masernimpfung ist ja ein gutes Beispiel, sehr wirksam, weil man damit eben viel repräsentiert, dass das Immunsystem lebenslang sich vorbereiten kann. Bei der neuen mRNA-Impfung gibt man eigentlich nur einen einzigen Oberflächenkörper, eben diese Spikes, die bestehen etwa aus 2800 Aminosäuren. Das ist relativ wenig, wenn man weiß, dass das also in so ein Virus besteht aus ein paar Millionen Molekülen und wir geben dem nur 2300 Moleküle in Form dieser Spikes. Und da ist es eben nur eine mögliche Antikörpertype, die der Körper produzieren kann. Ja, das halte ich eben für sehr, wenn wir jetzt zu den Kritiken gleich kommen, schon mal sehr fragwürdig, ob es ausreicht, nur ein Merkmal zu repräsentieren von einem Organismus, der zehntausende Merkmale hat. Ja. Und das ist auch für mich als Kliniker die große Frage, warum man jetzt diesen Weg gegangen ist. Weil Impfungen haben wir seit vielen Jahren, Jahrzehnten, und es gibt auch gute Untersuchungen, wo der Grippeimpfstoff verglichen wird mit dem Covid-Impfstoff. Also die vielen Jahre, die wir den Grippeimpfstoff schon haben, mit der Nebenwirkungskette, im Vergleich mit dem Corona-Impfstoff. Ich fand halt klinisch interessant, warum geht man jetzt darauf? Wenn wir jetzt die Leute schnell impfen hätte gewollt, haben wir ja gute Techniken. Ja, wir können ja gerade mit dem Grippevirus, mit dem Grippeimpfschutz, können wir ja innerhalb von einem Jahr adaptierte Impfstoffe herstellen. Oder innerhalb von einem halben Jahr. Ja. Und wie du halt richtig gesagt hast, diese Impfstoffe, die alten, präsentieren halt viel mehr, sagen wir mal, Feindmaterial, wo sich auch das menschliche Immunsystem viel breiter aufstellen kann. Ja. Diesen Weg ist man halt, hat man erstmal jetzt verlassen und hat jetzt diese monothematische Spike-Komponente halt jetzt präsentiert. Und da finde ich halt auch interessant, warum hat man jetzt dieses Spike genommen? Weil man weiß ja von diesem Coronavirus, dass ja das Schädliche dieses Spike ist. Also warum nimmt man nicht alle möglichen Bestandteile von diesem Corona-spezifischen Virus und präsentiert halt diese? Und wo dann das Immunsystem genauso erkennt, hier ist ein fremder Stoff, hier muss ich jetzt dagegen vorgehen. Da muss man ja nicht zwingend den aggressivsten teilnehmen. Und das war halt auch schon in 2020 halt bekannt. Die Spikes sind halt ein Thema. Und das fand ich so aus dem klinischen Alltag, das hinterlässt halt bei mir Fragezeichen. Wenn wir alle impfen wollen, hätten wir das schneller gekonnt mit ganz herkömmlichen Impfstoffen. Ist das so? Weil man hat damals oft gesagt, diese mRNA-Technologie hat halt den Vorteil, dass sie in größeren Massen schneller herstellbar ist. Oder ist das falsch? Das sind Behauptungen, ja, wo man ewig auf eine Erklärung warten kann. Ich würde das nochmal aufgreifen wollen, auch diese Frage, weil ich habe jemand im Vorfeld interviewt. Das ist eine Wissenschaftlerin, die ist Amerikanerin, sitzt in Nashville, Tennessee. Die hat also mir vor einigen Monaten schon für unseren ersten Film, den wir hier produziert haben, ein sehr schönes Interview gegeben. Ich habe einfach verschmitzt, wie ich manchmal bin, sie einfach gefragt, kannst du als ehemalige Biotech-Laboratoriantin mal was zu der ganzen mRNA-Technologie sagen? Sie hat mir dann, wir werden es gleich hören, sie wird es auch gleich sagen, gesagt, sie hat also in Harvard an den Grundlagen der mRNA-Impfstoffe schon in den 2013er, 2015er Jahren mitgearbeitet. Und was Dr. Christina Rahm dazu zu sagen hat, wie sie das einschätzt, da würde ich gerne mal einen Einspieler machen für die Regie. Und ich stelle mal um, dass ihr das auch seht und würde einfach mal sagen, Film ab. Ich bin hier in der letzten Satz davon. So, I wasn't happy about that at all, because when I worked for Bristol Myers Squibb, I worked on HIV and Hep C. We worked with versions of the mRNA vaccine, and also at Harvard, I studied a lot in my postgraduate degree. It took me 3 years. I studied a lot about it. I loved mRNA from an efficacy perspective, but from a safety perspective, I never saw safety data I was okay with. So it's kind of like marrying a beautiful woman that's never faithful, right? It doesn't make sense and it doesn't work. So I was shocked, because in the first phase of a virus, if you launch a vaccine without safety data and long-term efficacy safety, I have a major problem with this, because it's not a natural product like a vitamin C or a natural product like Restore, which is one of the products I worked on. This is a product that actually goes in and communicates and does different things in an unnatural way in the body. And with the animal studies I was exposed to, there was not good data. We had
The animals had deformities. They had lots of cancer, a lot of heart problems, a lot of blood disorders, and they couldn't generationally keep reproducing. So I was, to be honest, shocked when this happened. I do know that some of my science friends that I've worked with said that they improved the safety data. Well, then I want to see it because I haven't seen it. When you launch something where you have 2,000 people and you know 1,000 of those people were in a control group and you're only looking at 1,000 with something that you're injecting, it's never been done before. And the reason it's never been done before is because to launch an experiment on a mass group of people was considered in the past unheard of. So I was very disappointed of how this has been rolled out. Ich würde es an der Stelle mal einschränken. Also du hast es ja sicherlich gut verstanden. Ich kann das nur noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben Deformationen gesehen. Wir haben Krebsentstehung bei dem Tierversuch gesehen. Wir haben Herzmuskelentzündung gesehen. Auch andere Blutprobleme. Ich weiß von anderen Forschern, mit denen ich befreundet bin, dass es auch Fertilitätsstörungen gibt. Insbesondere nach der Vaccinisierung, also mit Covid, also mit diesen mRNA-Stoffen. Das wirft ja die Frage letzten Endes auf, warum hat man das gemacht? Das ist die Frage. Ist es billiger in der Herstellung? Ich bin kein Pharmazeut. Würde vielleicht nicht wundern. Aber ja, das haben sich ja sehr, sehr viele Menschen gefragt, warum ist es jetzt eigentlich notwendig? Aber man hat ja viele Antworten darauf gegeben. Ich hatte vorhin schon gesagt, man hat gesagt, es ist billiger, schneller und in größeren Massen herstellbar. Und diese Patentgeschichten sind da wahrscheinlich auch nicht zu vernachlässigen, spielen da eine Rolle. Und ohnehin kam ja viel raus, was fragwürdig ist. Also sie hat im Interview, ich habe jetzt nur so eine kleine Sektion gezeigt, noch gesagt, ja, diese Technologien werden in 15, 20, vielleicht 30 Jahren die Medizin der Zukunft werden. Wenn es eine Zukunft gibt. Aber es ist ja keine neue Technologie. Seit wann gibt es denn diese Technologie? Und soweit ich habe mal gelesen, diese mRNA-Impftechnologie hat eigentlich schon viele, viele, viele Jahre auf eine europäische Zulassung gewartet und diese einfach nicht bekommen, wegen fehlenden Studien, wegen Gefährlichkeit und so weiter. Du kennst dich da sicherlich also fast noch besser aus. Ja, wann die ersten Untersuchungen mit mRNA-Technologie losgingen, kann ich nicht sagen. Ich hätte gedacht, aus dem Gedächtnis in den 90ern schon. Aber es hat sich halt bis dato nicht bewährt. Weil einfach die Studienergebnisse halt nicht gut waren. Ja, man muss natürlich auch schauen, wie sich in der Molekularbiologie, ich habe ja für meine Promotion schon molekularbiologisch gearbeitet, aber sicherlich mRNA-Studien gemacht haben. Wir haben also Single-Nukleotid-Polymorphismen gescreent, das heißt also kleinste Gene, die man heute detektieren kann. Vielleicht für den Zuschauer, da hat sich in den letzten 15 Jahren ein Universum ergeben. Ja, also wir sind in der Anthropologie, was nur mein Spezialgebiet ist, wirklich in der Lage, an kleinsten DNA-Resten unterschiedliche Mutationsmuster zu scannen, mithilfe von PCR zigfach zu vermehren, um dann eine Aussage zu treffen, bist du ja ein afrikanoider Typ oder ein kaukasoider Typ oder irgendwas dazwischen. Das machen Computer. Wenn ich überlege, als ich Biologie studiert habe, 1994, da war das Human-Genom-Projekt. Das hat 10 Millionen Dollar gekostet und 10 Jahre gebraucht, um ein DNA-Faden von einem einzigen Menschen aufzudröseln. Heute machen das DNA-Computer 300 Leute auf einmal in 3-4 Stunden. Wo man also 300 Proben reingibt und der Computer rattert durch, misst das mit seinen Restriktionsenzymen und analysiert innerhalb von 3-5 Stunden den gesamten DNA-Bauplan. 300 Leute, okay, du bist mit dem verwandt. Und also ich will nur sagen, das kann man auch nicht mehr vergleichen. Und was Christina eben im zweiten Teil sagt, ich habe mich jetzt nicht mit reingemacht, damit wir nicht zu viel englischsprachige Sprecher haben, geht nur darum, dass sie sagt, ja, wenn wir die Kinderkrankheiten beseitigen, und das hat ja dieser Servus-TV-Film schön gezeigt, mit dem Professor nicht Stockert, ich verwechsel die Namen immer, den haben sie dann für 800... Hockerts. Der sagt, man hat also mit Graphen gearbeitet. Man hat diese kationischen Lipide erzeugt, was ein No-Go in der Pharmazie war. Weil man nie weiß, wie tief gehen die denn in die Zelle ein. Ich habe ja schon gesagt, der Zellkern wird normalerweise geschützt wie die Bank von Schottland oder wie Alcatraz mit zig Firewalls. Deswegen war es in der Pharmazie nie erlaubt, kationische Lipide, also Fette, die positiv geladen sind, zu nutzen, um irgendwelche Medikamente, ob mRNA oder Insulin oder sonst irgendwas in den Körper zu pumpen, hat man gemacht. Ach so, diese Lipidhülle, die ermöglicht den Ein-
das Eindringen in die Zelle. mRNA. Sonst würden die das gab es vorher nicht. Das gab's, man hat nie cartonische Lipide genutzt. Das war ein absolutes Forbidden Law in der Pharmazie. Ach so, also das ist tatsächlich sozusagen diese mRNA-Technologie das erste Mal, dass man auf dem Medikamentensektor etwas gemacht hat, um direkt in die Zelle reinzugehen. Also man muss ja, das hat ja nicht mit Gentherapie zu tun, sondern um diese Messenger, also diese Boten-RNA, mRNA reinzukriegen, brauche ich einen Transporteur. Mhm. Die Russen haben das zum Beispiel mit Adenoviren gemacht von Schimpansen. Haben auch zwischendrin gewechselt, damit sich das Immunsystem bei der zweiten Impfung nicht darauf einstellen kann. Mhm. Weil die Oberfläche natürlich dann dem Immunsystem bekannt ist. Einfach nur, dass man es versteht, warum man diese Wege geht. Und hier hat man eben auf solche Nanopartikel gesetzt. Also man kann diese Fetttröpfchen, Lipide sind nichts anderes wie Fette, ganz klein mösern und hat dann biotechnologisch, genau wie so eine Schüttelinfektion, Injektion, da den mRNA-Botenstoff reingemacht, um also das Zeug für die Zelle als Bauplan verfügbar zu machen. Wenn ich kurz mal einen Schritt zurückgehen darf, es geht jetzt nicht darum, mit dieser mRNA-Technologie jetzt hier ins Gericht zu gehen, sondern das ist halt Forschung, das wird halt gemacht und auch seit vielen Jahren, um halt den Körper und die biologischen Vorgänge halt besser zu verstehen, um auch mal irgendwann therapeutische Optionen halt anbieten zu können. Vor allen Dingen im Bereich von Krebserkrankungen probiert man halt die genetisch veränderten Krebszellen halt so wieder in die Rhythmik reinzubringen. Darum geht es jetzt hier gar nicht. Was ich mich halt gefragt habe, warum ist diese Technologie jetzt, wenn jetzt Eile geboten ist, nötig, um quasi im Rahmen dieser Pandemie die Leute zu impfen? Welcher Impfstoff, wann, wie schnell, warum? Das kam mir halt etwas interessant. Und vor allem nicht bestehende Technologien, die seit Jahrzehnten approved sind, also wirklich klinisch getestet, verständlich sind, so wie es die Russen unter anderem auch gemacht haben, dass man eben auch dann Teile des Virus mitimpft, dass man eben verschiedene Merkmale anbietet und nicht nur ein einziges Merkmal. Das hatte ja zum Beispiel dieser Impfstoff von dem Professor Stöcker, so hieß er glaube ich doch, der hatte das ja im Selbstversuch und hatte irgendwie 50 Leute geimpft, bei denen hat es irgendwie gewirkt, aber er anstatt da mal näher hinzugucken, hat man eher auf ihn drauf kriminalisiert und fort. Und das war altherkömmlicher Impfstoff. Ja. Das war klassisch entkernt, enteiert, wie man so schön sagt, lokotomiert, alles also rausgeholt. Da bestand offensichtlich auch gar kein Interesse auf diese Technologie, man wollte offensichtlich auf Biegen und Brechen das Problem mit mRNA lösen. Und man hat ja auch alle anderen Impfstoffe, der chinesische Impfstoff ist ja, glaube ich, kein mRNA-Impfstoff. Das ist ja, glaube ich, so ein Totimpfstoff oder Vektorimpfstoff. Was ist da eigentlich nochmal genau der Unterschied? Ja, bei Vektoren denke ich, dass da schon genetische Anteile mit drin sind. Aber ich weiß es jetzt, bin kein Pharmazeut. Nee, aber darum geht es ja auch nicht, weil es gibt ja viele verschiedene Länder. Indien hat einen eigenen Impfstoff, jetzt hat auch Frankreich einen eigenen Impfstoff hergestellt, den man interessanterweise in Deutschland ja nicht bekommt. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, in 2020 hat zum Beispiel Herr Stöcker die Option angeboten, ich bin jetzt bereit und könnte das herstellen. Und ich habe das erprobt, ich habe Erfahrung darin. Diese Art der Impfung ist bekannt, ist erprobt und das Ganze ist halt nicht zum Tragen gekommen. Und das finde ich halt interessant. Und er hat es ja auch noch ein Stück anders gemacht. Er hat gesagt, hier sind meine Baupläne. Ja, ich biete das hier an, das ist nicht meine Verschlusssache, sondern jeder kann das haben, wir könnten jetzt anfangen. Und das in 2020. Und das ist halt nicht geschehen. Ja. Das fand ich halt interessant. Ja. Das macht dich aber als Arzt für mich besonders, ich bin ja kein Arzt, ich bin nur Biologe, der sich mit anthropogenen Austauschprozessen, aber man schwört doch als Arzt ein Eid, den sogenannten Hippokratischen Eid. Weiß ich, ob das Pharmazeuten auch mitmachen müssen. Ja, das sagt man immer so, das ist aber nicht der Fall. Ich sag mal, man hat doch da einen Anspruch, Leben zu schützen und nicht zu gefährden. Das ist ja ohnehin. Bei Impfstoffen gibt es so ein Gesetz, du kennst das bestimmt auswendig, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, dass also ein Medikament nur verabreicht werden darf, wenn man genau weiß, dass es zumindest dem Patienten nicht mehr schadet als nützt. Ja. Das hat da denke ich, ist eine sehr gute Überleitung zu dir mit deinen Zahlen. Gab es überhaupt diesen Druck auf die Gesundheitssysteme? Und ich meine, das ist ja, wo wir versuchen, mit unseren bescheidenen Möglichkeiten einen zweiten Blick auf die Sache zu bringen. Der Erfinder des Pulitzer-Preises, also der Preis ist ausgerufen worden für besondere Leistungen, wo man Wissenschaft verständlich erklärt. Und Pulitzer hat das so schön gesagt, erst der zweite Blick auf eine Sache bringt die ganze Wahrheit. Und da würde ich einfach gleich an dich weiter überleiten wollen, Frank. Wenn ich euch so zuhöre, dann denke ich mir, bin ich froh, dass ich mich da dagegen entschieden habe. Aber gar nicht aus solchen biologischen, medizinischen Gründen. Das war für mich jetzt auch vieles neu hier.
sondern aus ganz banalen Gründen, weil ich mir einfach die Zahlen angeschaut habe. Weil das ist, da komme ich her, ich bin Zahlenmensch, ich habe das mal studiert, Informatik, und habe die Pandemie gesucht, weil einfach ein Freund Zweifel hatte, dass es sie gibt. Und irgendwann musste ich ihm eingestehen, ich kann sie auch nicht finden. Also ganz überraschend. Also der war der Meinung, es gibt keine. Genau. Und du warst der Meinung, es gibt eine. Genau. Also ich habe nachher gesagt, also in den Medien ist sie Existenz, in den Rohdaten muss ich mich ganz schön verbiegen, um sie da rein zu interpretieren. Wenn ich die Zahlen so angucke, wie ich es mal gelernt habe, dann sehe ich sie da einfach nicht. Und das war so überraschend. Und das wurde ja, ich meine, wir hatten die Pandemie in 20, das war das Problem. Und die Impfung war dann die Lösung. Und ich habe dann irgendwann am Problem schon gezweifelt. Da habe ich gesagt, okay, dann zweifle ich irgendwie auch an dieser Lösung. Mache ich mal erstmal einen großen Bogen drum. Aber haben denn so viele Ärzte, die von schlimmen Infektionen Krankenhäuser voll, sind die nach Fata Morgana, an Huax aufgesessen? Ich muss ja mal so fragen, weil ich habe viele Ärzte im Verein, wo wir auch wirklich durchaus konträr diskutieren dürfen und müssen. Mhm. Und deshalb, Dominik, wir hatten, ich will jetzt nur das Klinikum nennen, in Tabarz und in Friedrichrotha, richtig schwere Fälle. Natürlich. Viele auch Pfleger, die dann infiziert wurden, bei der Pflege von Corona-Befallenen, wo es dort viele, viele Leute erwischt hat. Genau, das war ja auch mein Kenntnisstand als Fernsehgucker. Und dann gehe ich rein und muss sehen, okay, in den Rohdaten sieht es gar nicht so aus. Also ich habe mir nur offizielle Daten genommen vom Statistischen Bundesamt. Und wenn ich mir die Krankenhäuserauslastung und die Intensivstation angucke, dann gehe ich zum DIVI-Intensivregister. Das wurde ja extra eingerichtet im Rahmen der Pandemie. Die haben super Zahlen und die kann ich mir angucken. Und dann merke ich, Moment mal, Covid ist ja gar nicht so ein großer Anteil. Und die Auslastung insgesamt bleibt die ganze Zeit gleich. Also gucke ich in die Rohdaten rein, sehe ich, es ist eigentlich so wie immer. Also wir hatten natürlich einzelne Peaks in einzelnen Krankenhäusern und so weiter. Aber das hatten wir auch in den Vorjahren. Mhm. Aber wenn ich dann sehe, was das DIVI-Intensivregister in den Pressemitteilungen veröffentlicht, dann ist da mal ganz viel Pandemie. Und wenn ich in die Rohdaten reingucke, dann ist da nicht so viel Pandemie. Dann zeig uns das mal bitte. Na, ich habe jetzt, was für mich am überraschendsten war, sind die Sterbefallzahlen, das Statistische Bundesamt. Ja, da haben ja gerade auch in der Pandemiezeit alle drauf geguckt und gesagt, wie viele Menschen sterben denn hier in Deutschland? Und so macht das der Staat das. Also wenn du jetzt auf die Webseite drauf guckst, dann siehst du diese Grafik, die kennt ihr bestimmt. Ne? Das ist also, das sind unten die Kalenderwochen und rechts sind die Anzahl. Also ein Jahr von 0 bis 52 Wochen. Genau. Alle Kalenderwochen und rechts siehst du halt die Anzahl der Gestorbenen. Und das gibt halt diese rote Linie da oben. Das ist jetzt, glaube ich, hier 2021. Also im Winter sterben halt ein paar mehr als im Sommer. Ne? Da haben wir immer so ein bisschen einen Berg im Winter. Da möchte ich ganz kurz mit dem Arzt ein. Auch das ist ganz, das wissen die meisten Leute nicht. Warum bekommen wir Erkältungskrankheiten vor allem im Winter und nicht im Sommer? Das ist so banal einfach. Willst du es erklären? Sonne. Was? Vitamin D. Nee. Und zwar, das haben wir im Biologiestudium gelernt, dass also mit der Abnahme der Temperatur um 10 Grad Celsius die Schleimhäute sowohl im Mund als im Rachenraum als auch in den Geschlechtsorganen, überall wo Schleimhäute sind, pro 10 Grad um 10% schrumpfen. Und das macht es vor allem für Erkältungsbakterien und Viren so einfach, uns im Oktober, November, wenn das Wetter so richtig lehmig wird wie heute, kalt, nasskalt, dann schrumpfen die Schleimhäute wirklich zu einem Minimum. Und das gibt dem Krankheitserregern in den schlechten Jahreszeiten einfach das Einfallstor, unseren Körper zu invasieren. Mhm. Ganz einfache Sache. Also haltet euch schön warm, pflegt eure Schleimhäute, viel trinken. Das ist eigentlich schon mal ganz grundsätzlich ein absoluter Schutz gegen dieses Mistzeugs jeglicher Art. Würde ich noch ein bisschen einwerfen. Ich sehe es nur in den Rohdaten und ich sehe es jedes Jahr, haben wir diese Wellen. Mal sind sie ein bisschen stärker im Winter. Ne? Da haben wir starke Grippewellen, auf jeden Fall eine erhöhte Sterblichkeit. Und mal sind sie ein bisschen weniger. Aber immer ist es eigentlich dieser gleiche Rhythmus. Und wenn man jetzt nur die rote Kurve sieht und sagt, ist es jetzt, war das jetzt ein schlimmes Jahr? Haben wir da gerade irgendeine Auffälligkeit oder nicht? Dann brauchen wir eine Vergleichskurve und das ist hier die blaue. Und das ist das sind einfach die vier Vorjahre. Zusammengefasst. Genau, der Mittelwert der vier Vorjahre. Ne? Und dann kann ich sagen, okay, jetzt ist die rote Kurve über der blauen. Jetzt habe ich hier irgendeine Auffälligkeit oder eben die ist unter. Das doch mal das hier und hier gibt es ja schon Unter und Ober. Also es ist nicht so, dass es das Blaue nur dominiert. Genau, also hier sieht man, ne, war die rote Kurve unter dem Median. Also da haben wir, sagt das Statistische Bundesamt, dann eine Untersterblichkeit. Und hier sind wir weit über der blauen Kurve, da haben wir eine Übersterblichkeit. Und jeden Monat kommt eine Pressemitteilung raus von Statistischen Bundesamt und sagen, jetzt so und so viel Prozent Übersterblichkeit. Und das geht dann in die Medien und das haben wir ja alle gelesen.
Das Problem ist nur, das ist alles korrekt, alle Zahlen, die Grafik, alles perfekt. Aber es ist eine unzulässige Methode. Ich vergleiche hier Äpfel mit Birnen. Also wenn das Rote die Äpfel sind, dann ist das Blaue sind dann die Birnen. Und das ist einfach nicht erlaubt. Und zwar warum? Also ich könnte das so machen, wenn alle Bezugsgrößen unverändert bleiben. Aber das ist einfach nicht der Fall. Sondern? Was sind Bezugsgrößen? Was hat die Anzahl der Menschen? Genau, die Einwohnerzahl das einfach. Durchschnittsalter? Zum Beispiel. Also wenn ich hier also 5 Jahre vergleiche, dann war vor 5 Jahren hatten wir einfach eine andere Einwohnerzahl als jetzt. Und deshalb stirbt dann auch eine andere Anzahl. Ich kann dann also nicht mehr mit den absoluten Zahlen vergleichen. Wie würdest du das dann berechnen? Dann musst du auch rechnen, pro 1000 Einwohner sind so und so viel gestorben. Ja, oder prozentual. Ich habe dann Schaltjahr und solche Faktoren. Aber der wichtigste Faktor ist, was du sagst, die Altersverteilung. Also vor 5 Jahren haben wir viel weniger alte Menschen gelebt als jetzt. Und dann sterben jetzt auch mehr. Und dieser Effekt, der ist so groß, oder dieser Fehler, der dadurch gemacht wird, der ist so groß, dass wenn ich den rausrechne, dann kann ich da auch gar keine Übersterblichkeit mehr feststellen. Dann kann ich auch gar keine Pandemie mehr argumentieren. Also eigentlich müssten die ganzen Pressemitteilungen von Destatis korrigiert werden. Die sind einfach falsch. Das ist ja das Einmaleins der Statistik. Genau, dieser Fehler ist jetzt nicht... Das ist Grundlagenstatistik, das ist Grundstudium. Und das ist auch der Fehler, der ist nicht in der 4. Nachkommastelle, dass er nichts weiter ausmacht, sondern der ist fundamental nur dadurch... In der Analyse der Grunddaten eigentlich, die man nicht ordentlich aufbereitet hat. Genau, ich kann es euch ja mal zeigen, wenn ich das mache. Also, soll ich mal weitermachen? Genau, wenn ich also die Bezugsgrößen anpasse, dann sieht das, ich habe die jetzt mal nicht übereinander gelegt, sondern die sind jetzt hier hintereinander gelegt. Und wir haben jetzt hier wieder unten die Kalenderwochen, aber über mehrere Jahre. Das geht jetzt hier zurück bis 2008. Ja, und hier rechts, wo dieser gelbe Bereich ist, das war dann sozusagen ab 2020. Das war sozusagen der Corona-Bereich ist hier sozusagen gelb markiert. Und hier habe ich jetzt nicht mehr die absoluten Zahlen in der Y-Achse, sondern ich habe jetzt hier die Sterblichkeit, also wie viel sind gestorben pro 1000 Einwohner. Also jetzt habe ich wirklich die Bevölkerungszahl mit drin. Die Verteilung der Altersgruppen. Genau. Und wie wird das gemacht? Ich muss mich auf ein Jahr festlegen. Jetzt ist hier auf 2020 festgelegt. Und ich tue so, als wenn diese Altersverteilung von 2020 auch in 19, 18, 17 und so weiter da gewesen wäre. Ja, ich muss da ein bisschen umrechnen, aber dann habe ich Äpfel mit Äpfel und kann es vergleichen. Und dann sieht es hier auf der Grafik nichts Auffälliges sozusagen. Ich habe da hinten mal ein grünes Feld gemacht, das ist sozusagen die Pandemie, ja, also 2020. Und das rote ist dann Abimpfung. Und jetzt könnt ihr mir sagen, ob da, also seht ihr in dem grünen Feld irgendeine Auffälligkeit im Vergleich zu den Vorjahren? Also... Kneif mich bitte ins rechte Ohrläppchen, aber ich sehe nichts. Im Gegenteil, was ich ja immer schon wusste, 2017 zu 2018 war eben eine schwere Grippepandemie, wo es also wirklich, ich glaube, 25.000 Grippetoten gegeben haben soll. Es fällt erstmal auf, dass der Peak im Maximum leicht höher ist. Also wir sind im üblichen Auf und Ab. Also da muss man wirklich was reininterpretieren, was nicht da ist. Sieht eigentlich ganz normal aus. Genau, und vielleicht auch noch mal zur Erinnerung, in den Jahren 17, 18, wo wir auch eine schwere Grippewelle hatten, da hatten wir dieselben Probleme auch in den Krankenhäusern, die da teilweise überfüllt waren und so weiter. Richtig. Das stand halt nur nicht in der Zeitung. Das teilweise war auch. Also schon, aber es war nicht die Breaking News. Mhm. Ja. Also ich kann nur so viel sagen, meine Lebensgefährtin ist Gymnasialleiterin, Gymnasialschullehrerin, die hat in diesem Jahr 17, 18 zum Teil vor halbleeren Klassen gesessen und hat immer schon gesagt, wann macht das Schulamt was? Wann schreiten die endlich ein? Und selbst die Kinder, die noch vor ihr saßen, ich kann das nur so zitieren, das ist ja jetzt nicht wissenschaftlich, statistisch sauber, aber einfach mal aus der Praxis heraus, ja, waren sehr angeschlagen. Eigentlich hätte man da erwarten müssen, Gesundheitsamt, schreitet doch mal bitte ein. Es ist aber niemand eingeschritten. Ich kann nur sagen, für jemanden, der sich mit Zahlen ein bisschen auskennt, Der wundert sich, was die Stadt da macht. Also wie, dass die so einen Kindergartenfehler damit einbauen und der über Jahre nicht korrigiert wird. Also es gibt sogar eine Richtlinie von der WHO, wo das gefordert wird, dass wenn man Sterbefallzahlen vergleicht, müssen die altersstandardisiert sein. Die kam auch erst recht spät. Also die WHO hat das auch erst nach einem Jahr Corona-Pandemie dann irgendwann mal gefordert, soweit ich weiß. Das waren
Ja, aber jetzt sind das schon immer. Ich glaube, das ist eigentlich. Also weiß ich jetzt nicht, wann diese WHO-Richtlinie kam, aber dass man Daten so aufbereitet, das ist eigentlich ein ganz alter. Die WHO hatte das mal kritisiert, wie das unter anderem das RKI in Deutschland macht. Das war aber Ende 21 oder so. Kann sein. Sie machen es jedenfalls immer noch so. Durch. Was ist mit der European Mortality-Seite? Wo man ja auch schon, wo viele, die ich kenne, ich bin nicht sehr mathematisch begabt, ich habe da andere, die das besser können, die schon, guck mal auf diese Momo-Report-Seite. Euro-Momo, ja. Also kann ich jetzt gar nicht sagen, ob da altersstandardisiert wird, weiß ich nicht. Nein, aber da waren ja die Länder verglichen, auch die Bundesländer untereinander vergleichbar. Also ich kann auf diese Seite, geht ja darum, auch ein bisschen aufzuklären. Bitte schaut euch das an, das ist alles approved data, also offizielle Daten, die also wirklich zugänglich sind. European Mortality Report heißt das, glaube ich. Ja? Man kann einfach nach Euromomo. Ja, Euromomo ist der Spitzname. Also ich kann sagen, Professor Homburg hatte sich letzte Woche ja mal die Sterbefallzahlen und die Bundesländer angeschaut und hat festgestellt, in den Bundesländern, wo wir eine hohe Impfquote haben, haben wir auch eine erhöhte Sterblichkeit. Das ist ein besonders großer linearer Zusammenhang, aber auf jeden Fall genau anders, als man es erwartet hätte. Aber jetzt wäre doch meine Frage, wenn wir uns den roten Bereich hinten anschauen, also wenn alle jetzt sogar von einer großen Übersterblichkeit sprechen, die ja auch in der Zeitung stand, ne? Die Status schreibt ja wieder 19%, glaube ich, hatten wir im Dezember wieder Übersterblichkeit. In diesem Bereich, Sie wissen nicht warum, aber Sie raten, Hitze kann es jetzt nicht mehr sein im Dezember, aber wissen auch nicht, was es ist, Corona auch nicht. Ja, und meine Antwort wäre, es ist der gleiche statistische Fehler, den Sie auch in 2020 gemacht haben, der ist jetzt auch wieder da. Also ich sehe jetzt auch keine so besonders starke Übersterblichkeit hinten in dem roten Bereich. Was sagt ihr? Viele Impfkritiker als Argument benutzen. Jetzt die kommende Übersterblichkeit, da wird eine Kausalität mit den Impfungen hergestellt. Genau. Da sagst du, also da ist überhaupt kein Massensterben durch die Impfung, kann ich jetzt auch nicht bestätigen. Wenn man mit Äpfeln vergleicht, ist auch das nicht ganz genau. Also aber aufgearbeitet. Aufbereitet. Also in dieser Art der Darstellung. Altersbereinigt, muss ich sagen, sind wir da immer noch im Normalbereich. Wir haben ja immer dieses ausgeprägte Tal. Und man kann sagen, das letzte Tal, das war nicht ganz so ausgeprägt. Ne? Das ging nicht so weit runter, wie es sonst runterging. Das könnte man feststellen. Aber viel mehr auch nicht. Das ist interessant. Also damit wären wir ja wieder, weil es ja immer um den großen Kausalfaden mRNA-Impfung geht. Eine Übersterblichkeit hat es nicht erzeugt oder noch nicht. Also keine, die so aus dem Rahmen fällt, dass man sofort sagen kann, oh, hier ist was ungewöhnlich. So wie das die Impfkritiker der ersten Stunde ja gesagt haben, jeder, der sich impfen lässt, ist in 2 Jahren tot. Und das jetzt mal ganz krass. Ganz genau. Solche Aussagen gab es, von dieser Dr. Cahill zum Beispiel. Das ist definitiv nicht der Fall. Die Tendenz ist noch nicht mal erkennbar. Aber nichtsdestotrotz kann man ja das Vorhandensein von Impfgeschädigten jetzt auch nicht wirklich leugnen, was ja nicht mal mehr Karl Lauterbach tut. Macht ja keiner. Ne? Genau, das sind zwei Paar Schuhe. Ne? Es ist nur nicht so stark der Effekt, dass wir da schon Alarm schreien müssten. Mhm. Also zumindest von der Gesamtsterblichkeit her geguckt. Wir reden über wie viele Millionen Deutsche, die geimpft sind? Ich habe das vergessen, es waren wir bei 60, nee, 60. Das kommt an, was geimpft wird. Also eben mit diesen mRNA von Moderna, von BioNTech, Johnson, 70%. Du bist ein Mathematiker, sind grob überschlagen. Ich gerade nicht. Sag mal so, 40 Millionen wären das dann, 50 Millionen Deutsche. Nee, mehr. 65. Ja, 65, ja. Ich habe 70 im Kopf, aber ich weiß nicht. Ich hatte auch mal so eine Zahl 72 im Kopf. Ja? Ich würde, wenn es geht, noch mal eine Folie zurück wollen. Ja. Und bloß noch mal darauf hinweisen, auf 2020, ja, wo wir ja diese aggressive Corona-Variante gehabt haben sollen. So, da will ich bloß mal, dass diejenigen, die zuschauen, auf dieses grüne Kästchen schauen, ja. Genau. Dieser Delta-Variante. Aber da würden das jetzt zum Beispiel auch die Leute sagen, ja, wegen den Maßnahmen. Sonst würde es viel, viel schlimmer aussehen. Ja. Aber das ist eine Kennzahl von vielen, die ich mir überlegt habe, mit denen man eine Pandemie finden könnte. Mhm. Und alle zeigen dieselbe Richtung. Nichts los. Und wenn gesagt wird, es sind die Maßnahmen, dann soll man mir das aufbereiten und dann soll man mir die Zahlen bringen, dass die Maßnahmen auch was gebracht haben. Ja, man sieht es ja bei der Influenza, da wird ja gesagt, 2020 400 Fälle. Wegen den Maßnahmen. Ich würde ein anderes Beispiel nehmen, schön, dass du es ansprichst. Schweden. Ich habe da viel mit dieser Momo-Report-Seite gearbeitet, habe mir so mal angeguckt. Deutschland mit Lockdowns, Abstandshaltung, Masken. Und Schweden hat ja de facto fast gar nichts gemacht. Also ich bin sehr eng mit dem schwedischen Filmproduzenten befreundet, der aber auch gleichzeitig Hochschulleiter in Karlstadt ist. Wir haben, also wirklich, wir telefonieren mindestens, in der Zeit haben wir öfter telefoniert.
Und da sagte mir Dominik, wir haben nichts hier. Unsere Studenten gehen ganz normal studieren, wir haben keine Maskenpflicht, wir machen dieses Casino nicht mit den Abstandshaltungen, sondern ihr müsstet doch alle krank sein. Nö, sind wir nicht, uns geht's gut. Und ich erinnere mich an so ein MDR-Interview, das fand ich richtig gut, dass das der Mitteldeutsche Rundfunk gemacht hat. Da hat eine MDR-Redakteurin den schwedischen Gesundheitsminister im Frühjahr 2021 interviewt. Und das frug sie so den Gesundheitsminister aus Schweden, sie erlauben sich, ihre Winterferien ganz normal durchzuführen. Und der Minister reagierte ganz verdutzt, na warum denn nicht? Sollen wir die Leute zu Hause einsperren, alle in die Kaufhallen drängen? Die sollen raus, sie sollen Sport treiben, die sollen auseinandergehen und genau eben nicht das machen, was sie machen in Deutschland. Raus in die Natur, Abwehrkräfte stärken, viel sich draußen in der frischen Luft bewegen und dann eben nach den 2 Wochen Winterferien wieder eben ganz normal zu leben und Alltag zu führen. Das war für mich schon so ein Aha-Effekt. Und ganz viele Leute in meiner Familie, ich habe da viele schräge Diskussionen gehabt, ja, du spinnst doch und du mit deinen Schweden, die haben ganz viele Fälle. Ich sage, Leute, ich bin mit Schweden befreundet und ich habe die Momo-Seite, da sehe ich es nicht. Zumindest 2020. Aber das ist diese Grafik, die wir jetzt hier sehen, die sagt ja im Grunde alles. Wir haben hier, weil ich habe vorhin, ja, wurde gesagt, so ein Kindergartenfehler schon fast. Ja? Die Grundlagen der statistischen Grundbasis nicht beachtet. Muss man da nicht von Vorsatz reden? Weil das kann ja jetzt nach 3 Jahren, hat man das ja sozusagen offensichtlich immer noch nicht bemerkt, zumindest nicht öffentlich richtig gestellt, was da der Fehler war. Also für mich ist dann die einzige logische Interpretation, so dumm kann man nicht sein, da erkenne ich Vorsatz. Ich weiß es nicht, aber ich bin nicht der Einzige, der auf den Fehler hinweist. Und ich habe da hingeschrieben zum Statistischen Bundesamt, so, hallo, ihr macht hier einen Fehler. Und das machen, also ich weiß, dass das viele andere auch gemacht haben. Das Verrückte ist, alle informieren sich ja an dieser Quelle. Ja? Sämtliche Journalisten gucken auf diese Pressemitteilung und die haben auch... Also diese monatlichen Pressemeldungen, die da geschrieben werden. Und da steht immer drin, Corona ist die Ursache. Ja, wir haben eine auffällige Sterblichkeit und immer ist es Corona. Und das wird jeden Monat da geschrieben. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn dann die Berichterstattung in den Medien so aussieht, wie es so aussieht. Gleich. Aber mir fällt es da schwer an Vorsatz. Also ich weiß es auch nicht. Marcel, aber vielleicht müssen wir einfach mal diese Reichweite hier nutzen und sagen, hallo, bitte sagt alle dem Statistischen Bundesamt Bescheid, sie machen da einen groben Fehler und der muss dringend korrigiert werden. Und nicht nur ab jetzt, sondern rückwirkend müssen dann sämtliche Pressemitteilungen geändert werden. Sie sind alle falsch. Aber wenn du sagst, sie weisen immer noch darauf hin, dass Corona der Hauptverursacher ist, ich kümmere mich nicht so sehr um diese Themen. Ich weiß nur, ich habe mehrfach jetzt in den Nachrichten gesehen, Corona spielt im Infektionsgeschehen. Nein, ich spreche von 2020. Ach, 20. Ich spreche von 20. Das habe ich jetzt nicht so verstanden. Okay. Sorry, mein Fehler. Ich gehe noch mal eins weiter. Nächste Bild? Genau, nächste Bild. Machen wir noch mal. Wir haben jetzt wieder dieses Auf und Ab. Und jetzt gehen wir aber noch weiter zurück bis 1991. Und dann sieht man noch hier einen vierten Effekt, nämlich diese rote Linie hier, das ist eine Tendenz abnehmender Sterblichkeit. Genau. Also könnt ihr das einordnen? Ja, ja, was um 30% seit 1991 gefallen. Richtig. Genau, es gibt ja noch eine steigende Lebenserwartung. Ja, wir werden immer älter. Hm. Und dadurch, wenn wir immer älter werden, sterben entsprechend auch weniger. Ja, wenn sich alles andere gleich bleibt, aber die Menschen älter werden, dann würde von Jahr zu Jahr die Sterblichkeit abnehmen. Und diesen Effekt sehen wir hier. Wir haben eine tendenziell abnehmende Sterblichkeit aber asymptotisch über die Zeit. Ausläuft, ne? Genau. Der Effekt war mal ziemlich stark, aber jetzt läuft er dann so ziemlich aus. Wir sind hier so bei so einem Minimum gelandet. Du rätselst noch? Ich versuche es noch einzuordnen, aber ja, also das ist jetzt quasi auch schon geklettet. Ne? Das ist wieder altersbereinigt, standardisiert auf 2020 und wir haben eben hier noch diesen schönen Effekt der abnehmenden Sterblichkeit. Aber jetzt, 2022, scheint der Trend aber nicht mehr so weiterzugehen wie in den letzten 30 Jahren. Ja. Genau, ist jetzt so ausgelaufen. Man kann nicht ewig älter werden. So, ne? Die Lebenserwartung kann nicht. Zenit erreicht. Vielleicht sieht es so aus. Ich wollte nur sagen, wenn man also von der schlimmen Sterblichkeit ausging, die man uns ja in 2020 erzählt hat, dann hätte man vielleicht hier 1996, da hatten wir wirklich eine
eine hohe Sterblichkeit. Da sind wir hier bei 21 Menschen pro 1000, die da verstorben sind. Das ist ein ganz anderes Niveau als da, wo wir uns jetzt bewegen. Wie viele sind es hier? Na, wo sind wir hier gerade? Irgendwie bei 12, ne? Irgendwie so um die 12 rum. Mhm. Und jetzt der Punkt. Also, Herr Felix Zuniden, das ist der Verantwortliche beim Statistischen Bundesamt, diese Sonderauswertung Sterbefallzahlen, der auch eben die Pressemeldungen macht, sagt, es gibt ja hier eine Tendenz abnehmender Sterblichkeit durch die steigende Lebenserwartung und wir haben den gegengesetzten Trend durch die zunehmende Überalterung der Bevölkerung. Ja? Weshalb mir, und da haben wir zwei entgegengesetzte Trends und deshalb brauche ich sie beide nicht berücksichtigen. Die neutralisieren damit, sich, die würden sich neutralisieren. Deshalb kann ich weiter meinen Apfel-Birnen-Vergleich machen, muss ich nicht darauf eingehen. Und das ist so lächerlich, weil dieser eine Effekt, der ist minimal und der andere Effekt, der ist riesig. Durch die Überalterung. Und da kommen vor allen Dingen diese geburtenstarken Jahrgänge nach dem Krieg jetzt quasi in das Sterbealter. Die jetzt ins Sterbealter kommen, man kennt ja diese... Lebensbaum. Diese, wie heißt denn das? Lebensbaum-Pyramide. Genau, die Demografie. Ne? Und da kommt einfach jetzt so eine Beule, die jetzt oben rauswächst. Und dann wird halt gestorben. Das wird die nächsten Jahre auch noch zunehmen. Da wollte ich dich eh fragen, weil du sagst, es wird aber gestorben. Das nochmal zu dem Thema, ist da Vorsatz? Also wie die Kritik abgebügelt wird mit so einem Scheinargument, das ist einfach nicht würdig für die oberste Erbsenzählerbehörde. Man fühlt sich intellektuell schon fast beleidigt, vor allen Dingen, wenn man darauf hinweist, so wie du, und dann aber gegen... Also auf verschlossene Türen abgebügelt. Ja, abgebügelt. Ja. Was hast du? Und vielleicht eins, da gibt es eine andere. Kritisieren die dich oder? Nö, ignorieren. Ich bin noch in dem Modus ignorieren. Vielleicht kommt das andere noch. Also von der Stelle zumindest. Aber ich hatte, das ist ja das, womit ich schon seit, weiß nicht, anderthalb Jahren rumlaufe und dachte, das muss jetzt thematisiert werden. Da muss jetzt ein großer Diskurs her. Und damit wollte ich in die Medien rein, ja, und habe alle Medien angeschrieben und habe immer gerufen, hallo, helft mir, Journalisten zu finden, die das thematisieren. Ihr müsst das Statistische Bundesamt anschreiben, nicht ich. Und das habe ich bis heute nicht geschafft. Und das ist so... sehr frustrierend. Ich habe Michael Mayen mal kennengelernt. Er ist ein Kommunikationswissenschaftler von der LMU in München. Bei dieser, wie hieß das, Alles auf den Tisch, da hatte ich mitgemacht und dann haben wir uns da beim Frühstück getroffen. Und da habe ich ihm erzählt, was ich hier in den Zahlen finde und dass mich das frustriert und dass ich das jetzt in die Medien bringen werde. Und da hat er so geschmunzelt, hat gesagt, naja, viel Glück. Ich hatte wirklich gedacht, ZDF und so, die machen da eine ganz große Sendung draus. Mhm. Und ich wollte es ihm aber beweisen und er hat gesagt, naja, wenn es nicht schafft, dann kannst du ja wenigstens zu den Alternativen gehen. Das ist dann, und ich muss ihm heute recht geben, es interessiert einfach keinen. Man lässt das Thema links liegen, es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist eigentlich ein spannendes Thema, womit man sich als Medium profilieren könnte. Eigentlich schon, ne? Die Welt, ich habe auf die Welt gehofft, aber irgendwie... An der Stelle ist halt interessant zu erwähnen, dass halt große... Firmen oder eben auch Institutionen wie die Bill und Melinda Gates Stiftung eben auch sehr, sehr viel Geld in Medien pumpen. Wir wissen, dass der Spiegel auch ein paar Millionen von da bekommen hat. Und wenn dann eben da Impfstoffhersteller Millionen in Medien pumpen, naja, dann wundert einen das jetzt nicht wirklich, dass man hier und da eben auch so objektive Fakten, wie sie eingestreut werden, lieber ignoriert, weil das ist dann irgendwie kontraproduktiv für das Medienunternehmen. Und bei alternativen Medien gibt es diesen Einfluss nicht, deswegen ist man da natürlich sehr hellhörig und da sind dann solche Informationen natürlich auch sehr willkommen. Also man wird doch Schwurbler-Fernsehen? Nein, das ist ja aber jetzt, ich habe ja nichts Falsches gesagt in dem Moment. Das ist ja bekannt. Deshalb sitze ich ja hier und freue mich, dass ihr wenigstens da ein offenes Ohr für habt. Du, ich möchte dich noch mal was fragen. Es war mir vorhin schon auf der, weil du sagst, es sterben ja jeden Tag Menschen. Wie hat sich das verändert? Weil ich sag mal, wir haben ja seit 2013, 14 durch die außenpolitischen Veränderungen in Europa, auf der Welt ja doch eine Zunahme unserer Grundbevölkerung in Deutschland, also mit unseren Immigranten. Kann man das in den Sterbezahlen sehen? Unser Land ist ja von 81 Millionen, ich glaube, wir sind 84, 85 Millionen. Ja. Sieht man das als Statistiker? Ich frage dich jetzt einfach mal ganz naiv. Also ich sehe nur die Zunahme der Bevölkerung. Das ist ja einfach ein Unterschied, ob 81 Millionen in einem Land leben und dann am Tag sterben, was weiß ich, 2800. Mhm. Und dann leben 2023 85 Millionen in dem Land. Genau, sieht man das?
Ja, die Zahl ist ja immer mit drin. Die Bevölkerungsgröße ist immer mit drin. Und die hat sich von, wie du schon sagst, von 80 auf über 83 geändert. Ich kenne die absoluten genau. Zahlen nicht. Aber nur an der Stelle. Also ich sehe nur, dass sich die Bevölkerungszahl vergrößert. Aber der Todesrate, ich habe die Zahl irgendwo mal aufgegriffen, 2800. Ich rechne es ja wieder runter auf pro 1000. Und dann ist es egal. Genau, dann ist es standardisiert. So, ich wollte jetzt aber irgendwas noch erzählen. Habe ich jetzt vergessen? Ist auch egal. Du warst ja bei der Ignoranz der, sag ich mal, staatlichen Medien, die also das nicht wahrnehmen wollen oder dich abbügeln, wie du sagst. Aber der Punkt ist ja, es geht ja gar nicht um richtig oder falsch. Mir ist es ja wichtig, eigentlich als Wissenschaftler immer so den Punkt reinzubringen, was ist die Relevanz einer solchen Geschichte? Was bedeutet das, wenn du als Mathematiker, also in der Naturwissenschaft, du kannst es ja rückrechnen, auch die Gegenprobe machen. Was ist deine Interpretation? Wir haben von den alternativen Medien den Chefredakteur gehört. Wir werden verarscht, das ist meine Interpretation. Ja, bewusst verarscht. Aber naja, ich höre mir auch gerne jetzt als Mathematiker, hör mal nicht ihm zu, sondern ja, ich würde ja mal von ich hatte Mathematiker ja in 21 so einen Vortrag gemacht, Pandemie in den Rohdaten. Und das Kernthema, wo ich zum Schluss drauf, oder das Kernprinzip, was ich da rausgearbeitet habe, habe ich genannt Prinzip Nebelkerze. Und ich habe hier auch noch eine Folie drin, kannst du da mal, ich habe die noch mal. Das war ja eigentlich den Kern, den ich auch in die Medien transportieren würde. Es ist kein Einzelfall, das, was hier an einem Fehler gemacht wird. Also die Pandemie konnte nur argumentieren werden, dass man hier so einen dummen Fehler eingebaut hat. Nur dadurch konnte man überhaupt eine Pandemie darstellen. In den Sterbefallzahlen vom Statistischen Bundesamt. Und das ist nicht die einzige Stelle, sondern das passiert in Reihe. Und dieser Fehler geht immer nur in eine Richtung. Vor allem weltweit? Er geht immer nur in eine Richtung. Immer nur Richtung Pandemie in 2020 und tolle, wirksame, rettende Impfung in 2021. Kannst du das mal kurz so erklären, was du hier so... Und da kommt dann die Frage, haben wir das wirklich mit so einer großen Dummheit zu tun oder sind da nicht doch andere Geschichten im Hintergrund? Also ich habe das so mal formuliert, hier hinten sind die Rohdaten, egal zu welchem Thema, da gucken wir als Menschen einfach nicht direkt rein. Also so ein paar Erbsenzähler schaffen das da reinzugucken, aber die meisten Leute gucken nicht da rein, sondern diese Daten werden aufbereitet für jemanden. Da sitzt jemand auf den Rohdaten und der sagt uns, was er da drin sieht. In unserem Fall jetzt hier, die Sterbefallzahlen, ist diese Sonderauswertung Sterbefallzahlen. Und die machen Pressemitteilungen, alles so, dass alle wissen, was da los ist. Also da sind die Journalisten, da sind auch die Politiker, alle, die sich informieren wollen, gucken dahin. Und ich konnte zeigen, das, was ich hier hinten sehe, widerspricht komplett dem, was da erzählt wird. In all diesen fünf Fällen? Und dieses Prinzip habe ich ganz oft erkannt. Mhm. Ne? Also da finde ich überhaupt keine Pandemie. Und bei den Sonderauswertungen ist ganz viel Pandemie. Gucke ich in die Tagesberichte vom Divi, Intensivregister, ist da keine Pandemie. Gucke ich auf die Webseite, ist ganz viel Pandemie. Ja? Und so weiter. Und jetzt geht es natürlich um Impfnebenwirkungen. Da ist die gleiche Geschichte. Also diese Abrechnungsdaten der Krankenkasse, das ist eigentlich der Rohdatenschatz, an den wir gerade alle ran wollen, wir Erbsenzähler. Und da wird gemauert und geblockt, was das Zeug hält. Wir hatten ja diese Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die Tom Lawson da ausgewertet hat und mit der AfD vorgestellt hat. Und sofort haben sich alle draufgestürzt und dann waren die Daten plötzlich rechts und böse. Und dann gab es ja diese Aktuelle Stunde im Bundestag, wo die anderen Parteien dazu gesprochen haben. Das habe ich mir angeguckt und dachte, ich hatte dich ja in Vorbereitung der Sendung wirklich mal gebeten, für die letzten anderthalb, zwei Monate, gibt es Auffälligkeiten in den Grunddaten? Also die spannendsten Daten sind für mich die KBV-Daten, die da über Frag den Staat rausgekommen sind. Und ich habe mir nur mal die Myokarditis-Geschichten angeguckt. Das weiß ich zufällig noch, ist der I51.4-Code. Und da sehen wir einfach einen starken Anstieg seit der Impfung. Ja, und das ist, glaube ich, also Entzündung des Herzmuskels. Mhm. Und da sehen wir. Und die KBV-Daten wurden ja so abgewatscht, weil man sagt, das waren ja nur eine Teilmenge, und zwar von den Leuten, die in 21 beim Arzt waren. Ja, und das ist aber für die Myokarditis-Diagnose völlig wurscht. Selbst wenn ich mir eine Teilmenge angucke, ich sehe da eine Auffälligkeit ab der Impfung. Und das ist ein riesen Sicherheitssignal oder ein Warnsignal, das vom Paul-Ehrlich-Institut sofort aufgegriffen werden müsste und sagen, hier muss eine große Untersuchung starten. Und was machen die? Die bügeln alles ab. Die haben eine große Mitteilung geschrieben,
alles, was Lausen macht, ist Quark. Und wir wollten ja die Daten analysieren. Wir machen es bestimmt bald. Und eine Studie wollen wir auch bald aufsetzen. Mhm. Aber seit 2 Jahren läuft diese Impfung im Großversuch. Ja, und alle Warnhinweise werden ignoriert. Man muss halt auch sagen, dass es ein hochsensibles Thema ist. Pharmazeutische Industrie bzw. Medikamente, da ist ein extremst hoher Standard. Ja. Schon wenn weniger Patienten zu Schaden kommen, ja, dann wird die Studie abgebrochen, beziehungsweise wird dann interveniert. Was ist hier los? Das wird aufgearbeitet nach einem Todesfall schon bei tausenden Probanden. Ja. Und dann haben wir, es geht jetzt auch nicht darum, ob Myokarditis 100%, 200%, 1000%, sondern es geht darum, hier ist was. Signifikanter Anstieg. Richtig, es ist eine Signifikanz. Und darum gibt es ja Statistik, dass man sagt, hier ist eine Signifikanz. Da spielt es keine Rolle, ob es 100 sind oder 1000. Dafür gibt es ja Statistik. Und dann ist eigentlich, Entschuldigung, und dann ist eigentlich wirklich so in der Wissenschaft, Stopp. Und da gibt es genügend Kontrollinstanzen, die dann reinkrätschen und sagen, hier müssen wir jetzt die Studie pausieren oder beenden, wir müssen es analysieren. Wir haben jetzt die Zahlen vom KPV. Ja. Und die werden verpflichtet, das PAI wäre verpflichtet, ja, wäre. Laut Infektionsschutzgesetz sich die Zahlen anzugucken, sich die Zahlen zu holen. Sie haben es seit 2 Jahren nicht geschafft. Und wenn wir das hinbringen, in dem Fall Tom Lausen, machen sie es trotzdem nicht und watschen das so unterirdisch ab. Aber als ich noch mal zu dieser aktuellen Stunde im Bundestag, da habe ich gemerkt, wie, also das ist ein psychologisches Phänomen. Hier geht es gar nicht mehr um Fakten und um eine, so eine Sachebene, sondern das darf nicht sein und das muss bekämpft werden. Ist das Ignoranz oder Vorsatz? Das ist ja fahrlässige Ignoranz. Ich weiß nicht, wenn dein Unterbewusstsein dich schützen will und deshalb dafür sorgt, dass du diese Dinge irgendwie bekämpfst, ist es dann Vorsatz? Also ich glaube gar nicht, dass da Absicht dahinter steckt. Wir wollen bestimmt manche Dinge einfach nicht wahrhaben und dann... Das ist Common Sense. Und was Common Sense ist, wird halt, darfst du nicht selber entscheiden, sondern das wird halt von oben herab über die Medien transportiert. Und Das schüttelt mir im Kopf. Ja, am Anfang gab es aber sehr viele Kritiker, die haben dann die volle Wucht des Medienechos, ja, Wodak, Jepsen und noch 3 andere hier, Bakti, die wurden erstmal stellvertretend sozusagen Öffentlichkeit abgewatscht. Und dann haben natürlich ganz, ganz viele gesagt, ich bin mal lieber still. Ist jetzt nur mal meine Behauptung, aber so oder so ähnlich wird es schon bei vielen auch abgelaufen sein, die gesagt haben, ah, das ist mir jetzt mein Job aber nicht wert, hier irgendwie den Mund aufzumachen. Aber du hast eben den Kopf geschüttelt. Ja, das glaube ich, gibt es auch mit Sicherheit. Aber ich weiß ja, wie ich noch vor 3, 4, 5 Jahren unterwegs war, da hätte ich mich nie an so einen Tisch hier gesetzt mit euch, weil mir wurde ja gesagt, ihr seid alle böse. Also die Frage ist, wie geht man um, wenn man da so einen Datensatz auf den Tisch kriegt, der sich widerspricht mit seinen eigenen Überzeugungen, Haltungen, die man so hat. Wie kriege ich den, also da ist, das gefällt mir nicht, dieser Datensatz, und ich muss den vom Tisch kriegen. Und da ist mir jeder Stroh am Recht, auch wenn es dann ein Faktenchecker, Volksverpetzer ist oder ein Wikipedia-Nebensatz. Oh, siehste, das war wieder Quatsch und dann ist der Datensatz vom Tisch. Das kennen wir alle, behaupte ich. Und diese Neigung, das wegzukriegen, und da wird ja schön geholfen in den Medien. Also du kannst jeden Sender angucken, der hilft dir, den Datensatz vom Tisch zu kriegen. Du kannst Wikipedia, du kannst googeln. Immer wird dir geholfen, den ekligen Datensatz vom Tisch zu kriegen. Und dann greife ich danach. Also vor 5, 6 Jahren oder irgendwann habe ich mal diese Daten von WTC7 auf den Tisch gekriegt, wie da dieser Wolkenkratzer Stahl, Skelettbeton, und der fährt wie ein Fahrstuhl nach unten im freien Fall. Die Heisey-Studie aus Alaska. Genau, hatte ich mir angeguckt und dachte mir, das ist schon verdammt überzeugend. Aber wenn du das jetzt akzeptierst, dann, was ist man dann alles? Was ist dein Weltbild dann auch? Genau. Akzeptieren darfst du das, dann nur nicht laut sagen. Das hat dann erst die Folge. Aber selbst den ersten Schritt war ich schon nicht bereit zu tun. Weißt du, die Implikation ist sehr groß, das stimmt. Ja, man will in seiner Komfortzone bleiben, gell? Irgendwo doch schon. Ja, und festhalten an dem, woran man doch so glaubt und was Halt gibt. Ist wie von den Drehtaus weg, nochmal auf die KBV-Daten. Du sagst es so und die anderen sagen, ja, wir haben ganz andere Daten. Wo kann ich mich als Laie, der jetzt so eine Sendung zuschaut, informieren? Wo kann ich mal sagen, Wissenschaftler am Selbstversuch, ja, was könnte mit denen heute, wenn die uns anschauen, auf den Weg geben? Wo sollen sie hinschauen, um sich selber ein Bild zu holen? Also auf meinem Telegram-Kanal sammle ich die ganzen absurden Widersprüche, die wir da finden in den Daten. Ansonsten, wie heißt der? Das muss einmal also Marcel Bartz. Einfach Marcel Bartz. Ansonsten, die KBV-Daten sind auf der Webseite der KBV. Die kann man sich sogar angucken. Und da war der Strohhalm, nachdem viele gegriffen haben, ja, der hat ja falsche Daten gekriegt, nur eine Auswahl. Und der hat sich ja auf die plötzlichen unerwarteten Todesfälle konzentriert. Der Tom Lausen. Der Tom Lausen und das, was da in der Pressekonferenz der AfD gemacht wurde.
wie heißt er, Sichert, glaube ich. Und ich sage, guck dir doch einfach die Myokarditis-Fälle an. Guck dir doch einfach bestimmte Krankheitsbilder an in den Daten, die bei der KWV auf der Webseite liegen. Und dann siehst du da einen starken Anstieg und dann muss man fragen, warum, und dann nimmt da keiner was, wenn wir so ein Warnsignal haben. Wir haben ja hier einen Arzt unter uns sitzen, der im Praxisbetrieb ist. Kann man als Arzt was dazu sagen? Im täglichen Umgang mit Patienten, merkt man da was? Oder ist es auch lokal vielleicht verschieden? Da immer gesagt wird, je mehr Bundesländer, was weiß ich, wie Schleswig-Holstein oder Niedersachsen, wo ja statistisch mehr geimpft wird, haben deutlich weniger Fälle als Sachsen oder Thüringen. Ich meine, ja, das ist halt das Problem, dem wir halt allem aufliegen. Man muss aufpassen, dass man nicht ins Anekdotische rutscht. Ja, man muss gucken, in welchem Krankenhaus arbeitet man, wie ist die Bevölkerungsstruktur, wie ist das Einzugsgebiet. Und darum macht es gar keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, aber ich hatte einen. Dieser eine nach Impfung, weil das ist irrelevant. Sondern wichtig sind halt Menschen wie er, die das statistisch aufarbeiten. Dafür gibt es halt Statistik. Und das ist ja das, wie wir auch in der Wissenschaft Studien betreiben. Das ist nicht anekdotisch, sondern das muss vorher mit dem Konzept aufgearbeitet werden. Was habe ich vor? Welche statistischen Mittel brauche ich? Und dafür gibt es ja die Statistik. Und darum sind so die Geschichten aus der Klinik, ja, wir brauchen diese Zahlen. Und die Zahlen gibt es ja. Und das ist ja interessant, an die KPV-Zahlen kommt man zwar ran, aber die sind ja extrem uncharmant. Ja, ja, als PDF in Schriftgröße 6. Ja, das ist, und ja, das ist auch. Aber die sind ja digital verfügbar jetzt. Ja. Aber das Anekdotische war ja genau das, womit man uns Corona verkauft hat. Man hat die Kameras in jede überfüllte Intensivstation gehalten und die Leute an der Lungenmaschine gezeigt. Und das ist ja eigentlich, wie wir jetzt aus den Zahlen heraus wissen, nicht besonders repräsentativ gewesen, sondern eben anekdotisch. Ja? Fokus drauf. Ja, dann ist die Frage der Qualität. Ja, und da muss man wirklich sagen, und das ist auch das, was mir immer wieder halt Fragezeichen jetzt in den Kopf gesetzt hat, was ist hier los? Ja? Wieso wird auch so, andersrum, es wird extremst viel Angst wurde gemacht. Und ich kann auf Intensivstationen, das sind halt nun mal Bilder nicht schön. Und die kann ich halt so lancieren, dass sie einfach Angst machen, weil niemand möchte dort liegen. Und das wurde aber medial. Und das ist keine Verschwörungstheorie, das gibt es schwarz auf weiß. Ja. Es ist bekannt, dass die Bundesregierung nach einer, nach einer Strategie gearbeitet hat, die sich Hammer and Dance nennt. Ja. Die kam aus den USA und genau diese Hammer and Dance-Studie hat ja vorgeschlagen oder regelrecht schon die Medien dazu veranlasst, der Bevölkerung Angst zu machen. Da waren dann mehrere Punkte aufgelistet, wie man das tut. Unter anderem stand dann zum Beispiel drin, dass man medial vor allen Dingen auf die Kinder, auf die Schulkinder psychologisch geht, indem man ganz oft framet, wie jetzt, wenn ihr jetzt eure Großeltern seht, dann seid ihr für deren Tod verantwortlich. Ja. Das wurde am Anfang von Corona ganz massiv in die Köpfe gehämmert und noch ähnliche geschmacklose psychologische Tricks, um eben diese Angst zu generieren. Und das, wie gesagt, kommt aus einem Strategiepapier aus den USA. Ich weiß jetzt nicht genau, wer, wie, wo, was. Müsste man nochmal nachgucken. Aber die Studie Hammer and Dance, das ist bekannt. Und genau nach diesen Strategien, die da im Prinzip vorgeschlagen werden, hat ja dann die Bundesregierung tatsächlich agiert. Was da an dieser Hammer and Dance-Strategie drin steht, ist exakt das, was wir in der Realität erlebt haben. Und also du sprichst ja auch das Panikpapier an, was 2020 rauskam. Und Aya Velasquez hatte ja das analysiert, wie das entstanden ist. Die ganzen E-Mails, die geschwärzt waren, hat sie ja entschwärzt und geguckt, wer hat da welchen Point mit reingebracht. Und da wurde explizit auch die Hammer-and-Dance-Geschichte da erwähnt. Also man weiß, wer hat das reingebracht. Und das Panikpapier war ja eigentlich so, die Zahlen sind gar nicht so dramatisch. Wir müssen jetzt, wir können nicht mehr über die Zahlen kommunizieren. Wir müssen Erstickung und Panik machen, genau. Ja. Und das hat mich damals auch so irritiert, weil das ist so, das macht man einfach nicht. Ja. Also, aber man hat es bis dato noch nicht gemacht. Das ist ja, wo ich sage, was mir auch so auffällt, zwischen, ja, es ist grenzwertig, was ich sage. Du man kannst hat nicht schon, gleich. Also Schweinegrippe 2009, da ist schon viel in diese Richtung gelaufen. Das hatte nur nicht diese Dimension. Aber man hat eben ja, das kommt ja scheibchenweise. Das Wort Salamitaktik kommt ja nicht von ungefähr. Dass man eben auch diese ganzen Sozialisationen, so medialen Agenturen,
ja, wie man eben davon ausgeht, Spiegel, Stern, die hätten sich vor 20 Jahren da drauf gestürzt und hätten bis in die KBV-Daten gesucht. Ja. Das machen heute nur noch die Statistiker. Eigentlich ist das ja, Journalismus beginnt, hat Gabor Steinbach so schön gesagt, wo andere das Maul halten. Da ist die Aufgabe eigentlich des Journalismus, sich diese schwachen Argumentationen unter die Lupe zu führen und eben zu gucken, was ist dran oder auch eventuell nicht dran. Aber wenn ein Journalist vorher weiß, die und die Frage, wenn ich die stelle, bin ich raus aus dem Laden. Weil alleine, es ist ja schon teilweise falsch, bestimmte Fragen zu stellen. Da bist du ja schon mittlerweile komisch. Ja? Und das ist das Problem. Bestimmte, also Journalisten werden davon abgehalten, mittlerweile die richtigen Fragen zu stellen. Ja, aber warum? Wenn man sich die Arbeitsverträge anguckt, wie sind Journalisten angestellt? Was haben die für eine Absicherung, wenn sie mal was sagen? Ja? Sind ja häufig auch freiberuflich und dann werden sie halt nicht weiter engagiert. Mhm. Natürlich. Ja, finanziell. Ja, was mir noch im Klinischen auffiel, nicht nur die Angst an sich, sondern auch in den Medien dieser Umgang mit den Zahlen. Es wird ja immer aufaddiert, ja, was ja auch interessant ist. Summarische Statistik. Und dass diese ganze Thematik an und mit, das ist halt genauso extremst unwissenschaftlich, ja, wie an oder mit. Es geht nicht. Ja. Und was mir halt auch auffiel mit relativ normalen Zahlen, die für den Normalbürger erschreckend sind. Am Tag sterben 2.000 bis 3.000 Menschen in Deutschland. Jeden Tag. Das ist halt so. Aber wenn man das in den Medien bringt und der normale Bürger oder die Bürgerin weiß, halt, kennt diese Zahlen nicht und 2.000 klingt halt viel. Und darüber wird halt Angst generiert. Und auch wenn man sagt, ja, jetzt sind die, das Alter ist so und so hoch von Toten. Ja, so sterben halt auch Menschen. Also es wurde halt mit diesen Zahlen, die jetzt für mich im klinischen Alltag, ja, was ist jetzt hier los? Es ist halt so, das ist mein Alltag. Wurde halt extremst gepusht. Ja. Und das ist mir halt aufgefallen, der Klinikbetrieb und diese Zahlen, die kamen. Ja, wo ich gesagt habe, interessant. Ja. Aber weil du sagst Klinikbetrieb und Zahlen und Angst, du hast in Vorbereitung zum Gespräch auch nochmal angesprochen, ein Thema, wo es eben auch darum geht, das Thema Angst spielen. Stichwort also Arbeitsschutzhygiene, auch das ist ein Thema. Die Maskenpflicht, die ja nun jetzt auch langsam, ich glaube, in vielen Bundesländern ist es schon gefallen. Thema eben auch in Krankenhäusern, Bussen, Bahnen. Ja? Wie bewertest du das? Weil ich kenne das von anderen Ärzten, die sagen, eigentlich gibt es ja klare Vorschriften, wie Masken tragen zu regeln ist. Richtig. Schutzzeiten auch. Richtig. Das war also nur, du kennst dich da viel besser aus als ich, also 20 Minuten unter einer Maske. Danach musst du so und so viel Zeit ohne Maske verbringen. Die Maske wechseln, wenn ich dann an meine Verkäuferin in der Kaufhalle denke. Ja. Oder Busfahrer oder Straßenbahnfahrer, die tagelang vielleicht sogar mit derselben Maske da 8 Stunden fahren. Wie siehst du das? Und das sind halt genau diese Fragen. Wie auch, wieso wird hier Angst gemacht? Das sind die falschen medialen Bilder, aber auch im klinischen Alltag. Warum sind denn Krankenhäuser überlastet? Was ist der Grund dafür? Wieso hatten wir einen Abbau von Kliniken in diesen Pandemiejahren? Ja, es sind ja weniger Betten und weniger Krankenhäuser geworden. Dann die nächste Frage ist wegen diesen Masken. Was sind das für Masken? Wofür sind die eigentlich gedacht? Wie lange dürfte ich die tragen auf Arbeit, dass ich nicht aller Stunde, eine halbe Stunde eigentlich... Was ist da die Vorgabe? Ich glaube, es ist 75 Minuten tragen, eine FFP2-Maske, es sind danach 20 Minuten Pause. Auf die Minute möchte ich mich jetzt nicht festlegen, aber es ist ungefähr diese Relation. Aber wir wissen, Schüler saßen teilweise 8 Stunden am Stück mit den Dingern. Ja. Und das halt mit diesen, das sind ja nicht nur die reinen OP-Masken, sondern diese FFP2. Mhm. Und da halt auch die Aufarbeitung, was machen diese Masken, ja? Und das im klinischen Betrieb, gut, ihr habt jetzt Ruhezeiten, ihr habt jetzt Erholungszeiten, all das, ja, das interessiert halt überhaupt niemanden. Wird das im Krankenhaus oder in der Arztpraxis so gehandhabt, wenn also eine Krankenschwester, die am Tresen sitzt, jetzt eine FFP2-Maske aufhat? Wir nehmen jetzt mal an, 75 Minuten, passt ziemlich genau, kriegt die dann 20 Minuten? Also... Das ist eine Fangfrage, da würde ich mich bedeckt halten. Weil das kann bei der sich, Verkäuferin weil das kann, weiß ich, dass sie die nicht kriegt. Ja, weil das kann sich ja jeder selber denken. Wie relevant oder wie realistisch ist das, wenn ich im Krankenhaus arbeite oder in der Praxis? Ich mache jetzt mal Pause. Das gehört ja wahrscheinlich zu den normalen Arbeitsschutzbestimmungen. Richtig, das kriegt man auch als jemand, der in einem Beruf arbeitet, wo FFP2 in einem OP zum Beispiel, da kriegst du das gesagt, dann weißt du das auch selber. Da muss ja niemand kommen und sagen, 75 Minuten, mach mal Pause, sondern das weißt du einfach. Aber Otto Normal, ja, den Millionen Menschen, die jetzt hier in Bus und Bahn und Einkaufen da Maske tragen sollen, wurde das nicht gesagt. Richtig. Und das, was du ja auch angedeutet hast, die Angst der Zahlen oder die Zahlen der Angst, wie hat das Partner, das war ein berühmter Philosoph, der Angst ist der Lehrmeister des Teufels. Also ich meine, was kann man mit Angst auch wirklich alles
Vorgestern habe ich mit einer Ärztin gesprochen und die hat mir gesagt, sie hat Patienten, die haben Angst vor Corona gehabt oder haben immer noch und andere haben Angst vor Impfung. Aber die Angst ist eigentlich das Schlimmste an der Geschichte. Also die Angst macht krank. Ja, die Angst macht krank. Und ich merke jetzt, wenn mir jemand Angst machen will oder ich da einen Fernseher einschalte oder irgendwas, dann stelle ich da auf Durchzug innerlich. Ich versuche, egal was, ja, Atomkrieg und sonst, bloß nicht in die Angst gehen. Und ich schaffe das auch innerlich dann, okay, dann lasse ich das gehen. Also da könnten wir alle... Da haben wir den Vogel Strauß, der kennt das sehr gut in Afrika. Wenn der Löwe angerannt kommt, steckt das seinen Kopf. Und dann ist das Problem gelöst, genau. Und dann ist nichts mehr mit der Angst. Ich meine, das ist ja eigentlich, wo ich sage, hier sehen wir ja auch als Nuviso-Kanal unsere Rolle, dass wir einfach nicht Angst machen wollen, sondern einladen, informieren, aufklären. Und wir hatten ja gute Nachrichten. Also die Sterblichkeit ist nicht so schlimm, wie uns das Statistische Bundesamt es gerade noch weismachen will. Die rechnen nur falsch. Ja. Also gute Nachricht. Und ich denke auch, das ist ein Grund, warum wir hier zusammen sind, dass wir auch die Angst halt nehmen, ja, die halt hier kassiert, weil aus medizinischer Sicht, ja, Neuroimmunologie oder generell Angst macht halt krank. Ja. Und das sorgt halt nicht dafür, dass man auch kardiovaskulär krank wird, dass man die Schlafhygiene in den Bach runtergeht, dass man auch das Immunsystem mit Depression, mit Übergewicht, ich meine, das sind ja alles Folgeschäden auch von Angst. Und auch, was hier an Folgeschäden überhaupt nicht erfasst wird, in den letzten 3 Jahren mit den Ausgangssperren zu Hause bleiben, auch der fehlende soziale Kontakt, wir sind halt als Menschen soziale Wesen. Ja. Und dann wurden wir isoliert und... Die Aufarbeitung dessen ist mir halt extrem stiefmütterlich, aber hauptsächlich Angst. Wir sind ja jetzt ins nächste Angstthema gerutscht, ja, seit letztem Jahr. Das ging ja quasi nahtlos über, warum auch immer. Aber dass eine Bevölkerung unter Dauerangst gehalten wird, da bin ich halt dagegen. Ja. Ich bin sehr eng befreundet mit Gerald Hüther, den ihr alle kennt, ja. Kinderpsychologen. Der hat mir vorgestern einen Aufsatz geschickt, den er kurz vor der Veröffentlichung hatte, wo ich sagen muss, was da noch aufzuarbeiten ist, gerade Kinderpsychologie, richtig. Schulpsychologie. Ja, ich habe es erlebt, weil ich ja eine Lehrerin als Lebenspartnerin habe, wo Schüler, die also in der 5. Klasse in so einem Gymnasium neu reinkommen, die kannten sich nicht, die haben sich in den ersten Monaten nicht einmal mit ihrem normalen Gesicht gesehen, weil sie so verängstigt waren, die Kinder, dass sie eigentlich gar nicht wussten, wer in ihrer Klasse zum Teil ist. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn du Angst hast, bist du viel leichter manipulierbar, regierbar. Und ob das jetzt die Pandemie, Krieg oder der Weltuntergang durch die Klimakrise ist, ja, dieses permanente Angstgefängnis lähmt dich halt. Und du bist halt du hast eine viel höhere Akzeptanz für Problemlösungsvorschläge. Ja? Und das ist ja das, was dann, wie ja eigentlich offensichtlich Politik mittlerweile funktioniert. Ne? Schaffe ein Problem und verkaufe die Lösung. Wunderbar. Und in diesem Kontext kann man fast alle Dinge und bei Corona offensichtlich auch wieder mit einordnen, weil natürlich ist es heikel zu spekulieren und das will ich auch gar nicht tun, aber wenn man sich mal ganz objektiv alle Tatsachen anschaut, insbesondere eben auch diese geglätteten Rohdaten, wie gesagt, ich komme da zu dem Schluss, so blöd kann man nicht sein, ich erkenne da einen gewissen Vorsatz und wenn ich mir die Hintergrundstrukturen angucke, die Leute, die da im Hintergrund arbeiten und dann feststelle, ach, das sind ja auch noch die, die damit Geld verdienen im Endeffekt. Ja, also dann brauche ich da nicht weiter irgendwie nach Beweisen für mein Misstrauen suchen, sondern da muss ja man dann irgendwann auch mal feststellen, okay, Leute, also ob jetzt Vorsatz oder Dummheit, ja, da hat jemand Mist gebaut und das sollte mal aufgearbeitet und benannt werden. Aber wenn ich danach erkenne, dass selbst die Kritik an dem Offensichtlichen bekämpft wird, also dann tut es mir leid, wenn ich sage, hier passierte nichts aus Unwissenheit. Also wir blenden jetzt nicht deine Wohnadresse ein, gell? Weil du weißt, was manchmal so passiert in diesem Journalismusbetrieb. Wenn man meine Meinung ist ja bekannt, ja. Das aber was machen wir denn damit? Also ich habe jetzt hier viele Zahlen, ich merke, hier läuft was schief. Was mache ich jetzt damit? Die offiziellen Medien machen mir immer die Tür zu. Ich gehe noch mal auf deine erste Frage. Wenn du eine Antwort hast, ich bin sehr interessiert. Ja, ich will seit 15 Jahren wissen, was machen wir jetzt? Blase, die nur Wieso-Zuschauer wissen das, was wir hier sagen, weitestgehend. Wie kommen wir raus? Wie durchstechen wir diese... Und das ist ja der Grund, warum wir hier sind. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Und deswegen wollte ich nochmal diese Grafik... Aber wie lange denn noch? Das ist ja die Frage. Nicht, nicht genügend. Wir haben, ich meine, es geht ja vor allem darum, Leute zu erreichen, die... Es ist, wie groß schätzt du deine Community ein? Die Sendung wird von 50.000 bis 70.000 Leuten gesehen werden. Das sind ja aber Leute, die wissen das alle schon. Die wissen das ja schon. Mir geht es ja darum,
neue Leute auch einzuladen, ja, neue Leute, die auch bekannt sind. Insofern auch Marcel, vielen Dank, dass du gekommen bist und gerne hier eben deine mathematischen Erkenntnisse mit darstellen wolltest. Das sind nicht meine hier. Ja, aber deswegen ist es ja so wichtig, dass immer wieder tropfenweise, und wenn die Schallplatte zehnmal einen Riss hat, wird sie abgespielt. Und das ist ja die Botschaft, die wir heute verbreiten können. Erstens, die Zahlen sind gar nicht so schlimm. Zweitens, die Extrapolation der letzten zwei Jahre zeigt, es wird auch, zumindest wenn sich jetzt nichts gravierend ändert, ich rede jetzt nicht Krieg oder Ähnliches, auch da sich nichts groß ändern, ob nun die Impfung gewirkt hat oder nicht, wo wir versucht haben, mal das Wirkprinzip, die Grenzen und die Schwächen aufzuzeigen, sind wir nur ein bisschen draufgegangen. Ich hätte noch viele andere Dinge sagen wollen dazu, aber da sind wir Gott sei Dank auch irgendwie abgekommen. Denn ich sage mal, geht ja nicht darum, dass ich das zeigen wollte, um zu sagen, ich bin Fan der Impfung. Nee, bin ich nicht. Ich will nur sagen, das so funktioniert es. Und wir können zeigen zumindest, dass es Gott sei Dank keine schlimmen Daten gibt, die eben zeigen, dass also diejenigen, die jetzt geimpft sind, jetzt nicht in Panik gehen müssen, sondern es ist eben wie immer, Leben. Und unsere Blase wird ja größer. Also ich bin ja das beste Beispiel dafür. Vor 3 Jahren wäre ich nicht hergekommen. Also ich komme dazu und ich merke, dass viele andere auch dazu gekommen sind. Und ich habe oft Feedbacks gekriegt auf meinen ersten Film, dass mir Leute geschrieben haben, ich konnte meiner Mutter, meinem Bruder nichts mehr weiterschicken. Die haben gesagt, schick mir nichts mehr. Aber dein Video konnte ich noch mal schicken, weil du nicht so anklagst und so. Nur bei dir, da erzählst deine Geschichte. Also diese Art der Erzählung funktioniert schon, hat funktioniert. Ich das ganz sachlich Nüchterne ist wirklich bekommen. Sehr gefragt. Deswegen auch von mir vielen, vielen Dank. Sowas bewirkt tatsächlich viel mal mehr als 1000 Leute, die einfach nur laut schreien, selbst wenn sie recht haben. Aber mit diesen überemotionalen Reagieren kommt man tatsächlich auch nicht mehr besonders weit. Und deshalb will ich in deinen Vorsatz auch noch nicht so mit rein, weil ich sage, das... Ja, das ist meine Interpretation. Es sieht fast so aus, aber ich bleibe mal erstmal noch bei neutral. Versehen. Nein, aber das ist ja, worum es uns geht. Nicht, es gibt keine Wahrheit. Jeder, wenn wir ein Bild anschauen, wir sind zu viert, sehen wir alle ein anderes Bild, auch wenn uns das nicht so klar ist individuell. Was wir sehen, ist nur eine Perspektive, aber keine Wahrheit. Was wir hören, ist nur eine Meinung, aber keine Fakten. Was du machst, sind einfach nur Fakten, ohne die emotional ideologisch zu interpretieren. Und Zahlen, Mathematik ist nun mal einer der höchsten Formen der Naturwissenschaften, Statistik sowieso, sind eben einfach ganz ideologiefrei die Fakten. Und die gehören von verschiedenen Experten interpretiert. Ärzten, Mathematikern, Journalisten. Biologen. Biologen, gern. Und das haben wir versucht. Und ich hoffe... Das hat den Zuschauern. Das ist uns auch eindrücklich gelungen, wie ich sage. Also ich, auch heute wurde mir mal wieder deutlich, wie eindeutig eigentlich die Sachlage ist. Ja. Und das größte und einzige Problem bei der Sache ist tatsächlich die Akzeptanz des Mainstreams, in dem Fall halt der großen Medien dafür zu bekommen. Und die kriegst du nicht. Das ist das, was wir seit über 2 Jahren jetzt feststellen. Und dafür kann man natürlich jetzt noch viel, viel mehr Ursachenforschung und so weiter betreiben. Ich mache das ja schon viele, viele Jahre, ehrlich gesagt, und komme immer wieder an denselben Punkt. Und die Frustration, das Frustrationslevel war bei mir schon so hoch, dass ich das schon wieder überwunden habe und eigentlich akzeptiert habe, dass das so ist, wie es ist. Ich habe gar nicht mehr die Hoffnung, dass ich selbst durch solche Sendungen wie hier daran tatsächlich im Großen was ändern könnte. Meine Feststellung ist nur, dass es viele Menschen da draußen gibt, die solche Sendungen angucken und die jetzt mal im krassesten Beispiel ausgedrückt, davon abhält, sich einen Strick zu nähen. Das haben mir wirklich viele Leute geschrieben. Ja? Wenn es nicht im Internet Menschen gäbe, mit denen man wenigstens noch irgendwie auf einer Wellenlänge steht, wenn man dann völlig allein ist mit seinem Weltbild, weil man das eben erkannt hat. Ja? Und es gibt ganz viele Menschen, die sind tatsächlich sehr alleine damit. Deswegen mache ich das, was ich tue. Ja? Ich habe mich schon längst davon verabschiedet, irgendwie damit tatsächlich im Großen was verändern zu können. Ja, für die vielen tausend Menschen, denen das hier extrem was gibt, auch Hoffnung spendet, dafür kann man das machen. Und mir reicht das auch mittlerweile, ehrlich gesagt, als Anspruch, weil dieses große System, ja, das System, wo im Prinzip sich alles schon dahingehend entwickelt hat, dass es eher schon überstaatlich internationale agierende Gruppen gibt, die schon fast viel mehr Macht und teilweise auch mehr Geld als manche Staaten haben. Und diese Kräfte sehe ich hier am Werk. Und ich sehe halt, dass man davor eben auch die Augen verschließt, selbst wenn die Erkenntnis meiner Einsicht nach
recht eindeutig ist. Ja, aber das ist einfach zu monströs und die Implikation ist einfach zu groß, wenn man diesen Gedanken zulässt. Und deswegen habe ich da vollstes Verständnis, wenn das Millionen von Menschen nicht tun, weil dann kommst du ja gleich in die nächste Angst. Ja? Und das will ich ja eigentlich nicht suggerieren, zu sagen, aber Frank, dafür sind wir ja da, um die Dinge zu erklären, um ich weiß nicht, den zweiten Blick auf die Sache zu bringen. Und ich meine, so trist wie das ist, eben sich solche Zahlenkolonnen anzuschauen, so trist wie es ist, vielleicht altes, lange verloren gegangenes Schulbiologiewissen wieder hochzuholen, um erstmal die Sache erstmal zu erkennen. Ich muss, wenn ich mich der Angst befreien will, Arbeit investieren, ich muss mich beschäftigen. Ich muss sehen, wo kriege ich dann, wenn das so ist, vielleicht auch andere Informationen her. Und das ist ja letzten Endes der Anspruch, was wir so als Wissenschaftsjournalismus haben. Also ich als Wissenschaftler, der versucht, mit dir hier gemeinsam solche Dinge aufzuarbeiten. Dann habe ich schon den Anspruch, dass wir eben auch Leute anzünden, dass es weitererzählt wird, dass es empfohlen wird, Empfehlungsmarketing. Und das ist natürlich steter Tropfen höhlt der Stein, so wie die Staatsmedien immer wieder wie ein Papagei dieselben Sachen sagen, müssen wir es auch tun. Es geht nicht anders. Ich würde noch mal gern von der anderen Seite rankommen, weil du gesagt hast, wir erreichen die Masse nicht. Das ist jetzt für mich privat, wo ich sage, darum geht es mir auch gar nicht, sondern ich, für mich als Individuum, als Identität, sehe Dinge, wo ich für mich sage, Moment mal, und dann fange ich an zu denken. Und ich muss auch niemand anderen überzeugen wollen, so. Sondern ich schaue mir Sachen an und ich habe halt zwischen meinen Ohren ein sogenanntes Gehirn, wo ich mir Dinge auch selber mal überlegen kann. Ich muss nicht immer auf andere, auf Autoritäten, ja, was sagt ihr mir denn? Ja. Es ist klar, dass ich vielleicht die KPV-Daten nicht so analysieren kann, weil dafür gibt es wieder andere. Aber es gibt, wenn man nicht an irgendeiner Erkrankung leidet, gibt es was im Kopf, das man anstrengen darf. Und darf benutzt werden. Ja, es darf benutzt werden. Ob das jetzt die Mehrheit ist, das ist mir persönlich ziemlich egal. Weil, und ob ich jetzt auch die Mehrheit erreiche, dann erreichen wir sie halt nicht. Aber es gibt extremst viele Leute, die sagen, Moment mal, was ist denn hier los? Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, man geht ins Gespräch, sachlich, auch ruhig. Man muss auch die Ängste der anderen oder auch die Theorien der anderen halt auch sich erstmal anhören. Ernst nehmen. Und dann bin ich selbstwirksam und sage, stopp, das stimmt nicht. Und dann sitze ich hier und ich habe auch nur für mich selber Rechenschaft abzulegen. So. Und wenn ich am Ende meines Lebens im Grab liege, dann geht es auch nicht darum, was jetzt die Mehrheit wohl wie gesagt hat, sondern ich lebe mein Leben und sage, hier ist in den Daten was interessant. Und darüber müssen wir reden. Und darum, ob ich jetzt die Mehrheit erreiche, ist mir egal. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit Fragen, wo ich gesagt habe, hier ist es, das ist auch interessant, wie siehst du das? Und meine Erfahrung ist, im Vier-Augen-Gespräch sagen ganz viele, ja, irgendwie, so. Und dann kommt aber die eigene Biografie. Wie wurde ich sozialisiert, um was laut sagen zu dürfen? Ja, wie wurde ich auch geprägt in meiner Kindheit mit Herrn Hüter, um auch die Kraft zu haben, Sachen sagen zu dürfen? Wie ist mein soziales Umfeld? Wie werde ich gesehen? Oder auch mein berufliches, meine ganzen Abhängigkeiten, meine finanziellen, meine sozialen, mein Status. Und das ist ein multifaktorielles Thema, wo man jetzt auch niemanden da jetzt einfach glattbügeln soll, ja, ihr habt das jetzt zu glauben, sondern man muss da diffizil rangehen und meine Erfahrung ist sehr gut im Vier-Augen-Gespräch. Es rattert bei vielen, aber es gibt viele Verschuttelemente, die das halt da überlagern, ja. Ich will da nochmal ergänzen, also die letzten 3 Jahre waren für mich eine absolute Achterbahnfahrt und Frustration ohne Ende. Ja, erst zu merken, hier wird ja richtig falsch gearbeitet. Wenn ich es veröffentliche, wird zensiert, dann kommen Faktenchecker, machen mich runter und verdrehen Kill alles. Die Medien machen die Türen zu und so weiter. Aber gleichzeitig habe ich so viele spannende Menschen kennengelernt. Wer da alles in mein Leben getreten ist, ich habe so viele Professoren, mit denen wir Fachdiskussionen führen, das ist einfach toll. Das möchte ich nicht missen und dafür war das absolut, also war das vielleicht notwendig. Und noch was entstanden ist bei uns ist, also ich lebe da so auf dem Land bei Berlin, da ist ein Netzwerk entstanden von Leuten, die diesen Corona-Wahnsinn irgendwie auch schräg fanden. Wir haben uns ja jede Woche getroffen und was da passiert ist, hat mein ganzes Leben verändert. Super tolle neue Kraft, die da entsteht. Und da geht es gar nicht mehr um Corona und Maske oder so, sondern hier läuft ja richtig viel schief. Also das, was ich mit Nebelkerze meine, dass also die Rohdaten gar nicht so interpretiert sind, wie wir sie vorfinden, das sehe ich auch bei, wenn ich Klimadaten habe ich mir jetzt angeguckt, Eisbohrkerne. Und ich weiß nicht, wo ich überall hingucken kann. Ja, das ist
das Prinzip sehe ich überall. Also das heißt, hier läuft noch viel mehr schief. Und dann haben sich daraus Arbeitsgruppen gebildet, haben gesagt, wie müsste jetzt Schule eigentlich aussehen? Thema Freilerner. Wie müsste eine Energieversorgung aussehen? Wie müsste, ja. Und dann gab es verschiedene AGs, die sich gebildet haben. Und das ist toll. Das ist ein tragfähiges Netzwerk. Und gerade so auf dem Land, die ländlichen Strukturen, da ist ja ganz viel noch da. Die meisten Leute haben Garten und so. Also wir sind einfach jetzt krisenfest. Und, ja, und dafür brauchen wir nicht die Mehrheit, sondern man strukturiert sich in kleinen, ja, dezentralen Gruppen. Sind wir dann eine Virusinfektion, die jetzt so ganz punktuell so ein Land invasiv erobert? Ja, das passiert ja überall. Wir sind ja nicht die Einzigen. Es sind ja überall entstehen ja diese Gruppen. Richtig. Das ist eigentlich, aber wenn man zu Hause sitzt, alleine sitzt und Angst hat und ich kann sowieso nichts machen und ich erreiche eh nicht die Mehrheit, entsteht sowas nicht. Sondern im Gespräch vernetzt man sich und es gibt wirklich ganz viele Menschen, die auch Fragen stellen. Aber alle sitzen vor ihrem Rechner, ach, alles schlecht. Social alles Distancing. Schlecht. Ja, ja. Und das ist nämlich nicht wegen Corona Social Distancing, sondern hier, alle sitzen vor diesem Leierkasten und man redet nicht mehr miteinander. Und das ist... Das können wir ändern. Und ja, das machen wir genau heute. Genau. Ja, also schön. Was hat es gezeigt? Meinungsfreiheit ist nicht nur ein hohes Gut, sondern vor allem ein gewisser Luxus, den man sich leisten können muss. Vielen, vielen Dank für das wirklich sehr aufschlussreiche Gespräch, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich viel gelernt, habe jetzt auch nochmal alles durch die Konklusion nochmal alles schön zusammengebracht, nochmal einen klareren Blick auf das, was hier die letzten 3 Jahre unter dem Hashtag Corona abgelaufen ist. Noch letzte Worte oder haben wir alles gesagt? Ich würde für die Freigeister im Raum sagen, wir sind natürlich dabei, uns immer nach außen zu bewegen, gerade mit unserem Produkt Abora Noviso Kongresse. Da ist wieder die nächste Session in Sicht. 17. 18. März. Mhm. Wieder Fennerhall, unser Abora Science Center, wo wir sehr, sage ich mal, Abora-lastig tätig sind. Hier geht es dieses Mal auch, du hast es sehr schön angesprochen, das Thema Wetterdaten, Klimadaten. Aber es ist so viel mehr als nur, was verursacht das Kohlenstoffdioxid tatsächlich in der Atmosphäre. Es geht ja da um Wasserkreisläufe, es geht um das Thema Boden, völlig unentdeckter Planet. Wir leben zwar auf dem Planeten Erde, aber was Erde bedeutet, welche unglaubliche Bedeutung auch das Thema Boden für die Herausforderungen Zivilisation, Menschheit im 21. Jahrhundert sind, das wird viel zu wenig beachtet, leider. Und da werden wir nachhelfen und versuchen, die Menschen auch da wieder anzuzünden, inspirieren, einladen, begeistern, um also da unsere Einstellung, nicht unser Verhalten, sondern unsere Einstellung zu verändern. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, auch für euch war das ein anregendes Gespräch und würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin.